Wir müssen reden. Offensichtlich habe ich mit dem Thema Wasseraufbereitung jetzt ein Fass angestochen, was dazu führt, dass jede Menge Kommentare kommen, die da noch irgendwas ergänzen wollen. So, und bevor jetzt jeder sein eigenes Zeug dazu ergänzt und ich mich aufreg, weil bei jeder Ergänzung ich das Gefühl kriege, dass man mir nicht zutraut, dass ich das weiß, weil die Kommentare teilweise auch wirklich an mich persönlich gerichtet sind, führt das jetzt auf jeden Fall dazu, dass der innere Tüxen erwacht. Und der muss euch jetzt aufs Heftigste betüxen, weil ich jetzt einfach das dringende Bedürfnis habe, klarzustellen, dass ich mich bezüglich Trinkwasseraufbereitung sehr wohl auskenne. Ich wollte in dem letzten Video lediglich darauf hinweisen, was bei mir jetzt gerade so der aktuelle Stand ist und warum ich das System, was ich bisher hatte, nicht gut finde, mit Verweis auf ein folgendes Video, in dem ich erkläre, warum ich das nun folgende System besser finde. Das mache ich aber jetzt nicht in diesem Video, so war das eigentlich gedacht, aber es gab da doch sehr viele Kommentare und um ehrlich zu sein, hat mich das jetzt ein wenig genervt, weshalb, wie gesagt, eben der innere Tüxen erwacht ist und deswegen machen wir jetzt die 2018er Version von Wasseraufbereitung Outdoors. Und zwar so ziemlich ausführlich, ne? Weil dann kann nämlich kaum noch jemand noch nennenswert was ergänzen und dann muss ich mich auch schon nicht mehr großartig aufregen. Und wem das Video zu lang ist, der guckt es nicht an. So, also, wir wollen Wasser aufbereiten. Und zwar draußen. Und was für ein draußen? Ja, da gibt es jetzt Unterschiede, ne? Aber gehen wir mal davon aus, dass wir in Deutschland bleiben, damit wir so ein bisschen das Themengebiet eingrenzen können. Gehen wir in irgendwelche Entwicklungsländer und saufen aus dem Ganges und so ein Spaß. Das ist die Situation einige andere. Das müssen wir jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit besprechen. Für die meisten Leute wird das wahrscheinlich sowieso nicht so interessant sein, weil sie nicht aus dem Ganges saufen wollen. So. Und in Deutschland, was haben wir denn jetzt im Wasser, was uns Probleme bereiten kann? Na, da haben wir einmal die Viren, die Bakterien. Dann das, was in der Wasseraufbereitung gerne als Protozoen bezeichnet wird. Ich würde sie eher als eukaryontische Parasiten bezeichnen wollen. Aber von mir aus können wir auch Protozoen sagen. Und die muss man eigentlich fast als eigene Gruppe aufführen, auch wenn sie technisch gesehen Bakterien sind. Die Cyanobakterien. Für denjenigen, der jetzt nicht weiß, was das sein soll, Blaualgen. Vielleicht habt ihr das dann schon mal im Zusammenhang mit Wasseraufbereitung gehört. Die habe ich bisher in meinem Kanal auch noch nicht großartig erwähnt. Das wäre also jetzt eben die Ergänzung, die ich dann irgendwann mal bringen wollte, aber kann ich auch jetzt machen, ne? Gut, das sind also die Pathogene. Und jetzt gibt es noch die Chemikalien, beziehungsweise die sonstigen Stoffe, die im Wasser drin sein können, die für uns gefährlich sein können. Das sind eben einmal die Schwermetalle und der Rest, den kann man im Prinzip wirklich als Chemikalien bezeichnen. Das könnten zum Beispiel Pflanzenschutzmittel sein, Düngerrückstände, irgendwelche Industrieabwässergifte, die da aus irgendwelchen Industrieprozessen entstanden sind und so weiter und so weiter. Ne? Thema Schwermetalle, das wird generell immer ein bisschen überbewertet, also bei vielen Leuten die Chance, dass man davon große Ansammlungen im Wasser findet und man sein Wasser irgendwo aus der Natur entnimmt, ist sehr gering und unser Körper ist jetzt auch nicht völlig wehrlos. Sobald er ein paar Schwermetallchen abbekommt, sind die für immer irgendwo im Körper gespeichert und drei Partikel bringen einen dann quasi schon um. Ganz so dramatisch ist es jetzt nun auch wieder nicht, ne? Also das ist ein Thema, was wirklich generell ziemlich viel überbewertet wird. Gut, na, also das sind jedenfalls die Sachen, die im Wasser uns Probleme bereiten können. Wie kriegen wir die jetzt da raus? Auch eine kleine Übersicht. Da gibt es einmal die Wasserfilter. Da muss man jetzt eigentlich fast schon unterscheiden zwischen den professionellen Trekkingfiltern, Keramikfilter, die eine Filterkerze drin haben und die man dann meistens mit Pumpen bedient. Marktführer ist diesbezüglich Katadyn oder Katadyn oder wie auch immer die genau ausgesprochen werden wollen. Jedenfalls, die haben eben diese professionelleren Filter. Dann gibt es eben diese ganzen, ja, man kann sie so ein bisschen als Survival-Filter, die sind Notfilter, die Filter, die ursprünglich konzipiert waren, um Betroffenen, in vor allem Wasserverseuchung in zum Beispiel Entwicklungsländern, eben in kistenweise zur Verfügung gestellt werden zu können,
von irgendeiner humanitären Hilfe, die auf diesem Prinzip basieren. Dazu zählen meiner Meinung nach eigentlich auch, was das ähnliches Anwendungsprinzip eben ist, die Hohlfaserfilter, also Soja zum Beispiel, und auch der Katadyn, wie heißt er? Von Katadyn gibt es inzwischen auch einen. Die sind da quasi mitgezogen auf den Hype eben dieser Hohlfaserfilter, die da jetzt aus dem Boden geschossen sind und plötzlich von aller Welt als unglaubliche Ultimativlösung für alles teilweise angepriesen werden. Teilweise. Jetzt sage ich niemandem, dass er das macht, aber manchmal ist es schon ein bisschen verdächtig, beziehungsweise übertrieben, wie ultimativ toll die jetzt sein sollen. Ne? Als kleiner Wanderfilter für unterwegs in einer Landschaft, in der es ohnehin jede Menge gutes Wasser gibt, sind die durchaus super. Ne? Da haben die absolut ihre Berechtigung. Die Berechtigung hört halt dann irgendwo auf, sobald man in irgendwelchen Katastrophengebieten unterwegs ist oder generell in super heißen Ländern, in Ländern, in denen es keine Kanalisation zum Beispiel gibt, Hygiene auf einem sehr anderen Niveau als in Deutschland stattfindet, dann ist da irgendwann die Grenze erreicht, wo man vielleicht nur mit einem Sauerwasserfilterchen durch die Gegend streifen sollte. Meine Meinung. Mit der ich allerdings nicht allein bin, aber meine Meinung vor allen Dingen jetzt erstmal. Gut, neben diesen Filtern, die eben alle auf dem Prinzip der sehr kleinen Löcher, durch die das Wasser fließt, die aber so klein sind, dass Bakterien und anderes Zeug nach Möglichkeit nicht mehr durchpasst, darauf basieren Filter, ne? Auf Filterung. Das ganze Prinzip der Filterung ist ja quasi das. Sehr kleine Öffnung, Wasser geht durch, anderes Zeug nicht. Oder Wasser plus was anderes geht durch, das, was man halt durchhaben möchte, je nachdem, für was man einen Filter einsetzt. So, neben den Filtern gibt es dann auch die chemische Wasseraufbereitung. Das bedeutet, man nimmt irgendwelche hochreaktiven Chemikalien, die nach Möglichkeit in Kontakt mit Wasser erstmal eine krasse Reaktion freisetzen, die sich dann aber aufbraucht und die Rückstände dieser Chemikalien dann nach Möglichkeit für uns wiederum ungefährlich sind, während alle anderen Dinge, die so im Wasser drin waren, die vorher für uns gefährlich gewesen sind, nun inzwischen tot sind. So, im Idealfall. Dann gibt es die UV-Wasserfilter, Wasseraufbereiter. Wasserfilter ist ja das falsche Wort. Filtern tun die ja nicht. So, was machen die? Die senden UVC-Strahlung ab, im Idealfall. Bitte wirklich auch darauf achten, dass es die richtige UV-Strahlung ist. Nicht irgend so ein Selbstbau-Schrottding oder irgendwelcher Mist aus China, sondern das muss schon wirklich sehr hochenergetische UV-Strahlung sein. Die hat die wunderbare Eigenschaft, dass, sofern sie an einem Mikroorganismus ankommt, diesen auch wirklich hundertprozentig umbringt. Und zwar jeden. Also es gibt wirklich noch recht viele Sachen, die gegen diverse Chemikalien resistent sind. Es gibt diverse Sachen, die gegen Abkochen resistent sind. Die sind zwar meistens dann auch nicht pathogen, aber sie überleben es immerhin. Aber kaum ein Mikroorganismus ist in der Lage, konzentrierte UV-Strahlung zu widerstehen. Ne? Also starke UV-Strahlung killt alles. Alles, alles. Bis auf vielleicht wirklich so ganz krasse Sonderausnahmen, die aber dann auch wieder nicht gefährlich sind. Also was uns gefährlich werden kann, von Krankheitserregern her, wird durch UV-Strahlung gekillt. Hat allerdings jetzt noch einen Haufen Nachteile. Diese Methode, die sollte man auf jeden Fall kennen, wenn man die sehr sympathisch findet, besagte Methode, so wie ich. Ne? Aber es sind schon durchaus einige Nachteile, die man da eben entsprechend beachten muss. Dazu kommen wir dann auch noch. So, dann gibt es noch Abkochen. Das müssen wir ansprechen. Und jetzt gibt es noch gar nicht so lange, insbesondere auf dem europäischen Markt, noch nicht so bekannt, tatsächlich noch eine weitere Methode, nämlich Elektroadsorption und Ionenbindung. Und das macht genau ein Gerät, nämlich der Greil, wie auch immer der genau heißen mag. Ich schreibe euch den dann später auch noch in die Videobeschreibung, wie der genau heißt. Und der ist streng genommen, ja, darf man den Filter nennen? Man darf ihn vielleicht schon Filter nennen, aber der Hauptteil seiner Reinigungswirkung erzeugt er eben nicht durch Filterung, sondern durch die genannten Prozesse Elektroadsorption und eben entsprechend Ionenbindung. Ne? So, das
war quasi die Inhaltsangabe inklusive dem Vorgeplänkel. Und ich habe ja wie gesagt, das wird ein langes Video, denn es ist ausführlich und das könnt ihr ja gerne auch in Etappen gucken oder wie euch das am liebsten ist. Wer es als Podcast gucken möchte, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er konvertiert sich selber oder er ist einer meiner Patrons, dann kommt er da auch so dran. Ne? Gut, legen wir los. Erstmal Viren. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Virus ist, möchte ich das auch noch mal kurz erklären. Also, ein Virus ist ein Stück DNA mit einer Hülle drumherum. Böp, das war's. Die Hülle hat jetzt allerdings verschiedene Andockstellen an der Oberfläche. Also man kann sich das ein bisschen in Bauklötzen vorstellen. Dreieckchen, Viereckchen, Sternchen. So. Und jetzt, wie das Kind, das versucht, das Sternchen durch das dreieckige Loch zu quetschen, ne? Kann unser Virus nur an Zellen andocken, denn er will an Zellen andocken, die entweder ein Sternchen, ein Dreieckchen oder ein Viereckchen als entsprechenden Andockpunkt haben. Nur da kann er dann andocken mit seinem, ja, nehmen wir mal an, es wäre ein Sternchen. So, und jetzt ist es schön, dass Viren nicht unendlich viele verschiedene, unterschiedliche Oberflächenteile zum Andocken haben, sondern nur relativ wenig. Und das führt dazu, dass die meisten Viren nur für relativ wenige bzw. nur für eine im Regelfall Spezies gefährlich sind. Also heißt, ein Virus, der für Kühe gefährlich ist, ist meistens nur für Kühe gefährlich, in den meisten Fällen nicht für andere Säugetiere, wie zum Beispiel Homo sapiens. Jetzt gibt es allerdings auch Ausnahmen, so ein paar ganz, ganz fiese Viren, die eben sehr wohl von Tier auf Mensch übertragbar sind. Die sind auch ein Problem. Was kaum, so gut wie gar nicht ein Problem ist, kann man wirklich vernachlässigen, sind zum Beispiel Viren, die von Pflanze auf Mensch übertragbar wären. Da wüsste ich nicht, dass es da was gibt. Aber von Tier auf Mensch, das geht. Besonders gefährlich ist im Bereich von Viren allerdings nicht Tier-Mensch-Übertragung, sondern Mensch-Mensch-Übertragung. Und jetzt reden wir hier ja über Wasser. In welchem Wasser ist denn zu erwarten, dass da Viren drin sind, die für uns gefährlich sein könnten? Na, entweder ein Wasser, das von Tierkot kontaminiert wurde, Tierfäkalien, in großem Maßstab, also wirklich viel, nicht nur ein Häufchen, sondern wirklich viel. Und zweitens, und das ist viel, 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 viel gefährlicher, also wirklich viel gefährlicher als eine Kuhweide, ist Wasser, das mit menschlichen Fäkalien kontaminiert wurde. Weil da hocken dann auch die auf Homo sapiens spezialisierten Viren drin, deren einzige Existenz es quasi ist, in Homo sapiens einzufallen, Homo sapiens Abwehr niederzuknüppeln, ne? Oder lahmzulegen oder sich davor zu verstecken und Homo sapiens Zellen zu infizieren. Wie funktioniert jetzt so eine Infektion? Naja, so ein Virus setzt sich außen auf so eine Zelle drauf, an der entsprechenden Sternchen Andockstelle, wenn er ein Sternchen Antikörperbindungsstelle, mehr oder weniger, egal. Jedenfalls mit sowas hockt er sich dann da dran. Und was macht er dann, wenn er da dran hockt? Ja, dann injiziert er die DNA, die er dabei hat, in die entsprechende Zelle. Und diese DNA ist natürlich irgendwie so getarnt, dass die Zelle dann denkt, oh, da fliegt ja ein Stück DNA rum. Huch, was macht denn das hier? Das gehört doch in den Zellkern, in mein Chromosom, in das entsprechende, wo es reingehört. Ne? Und dann wird das entsprechende Stück DNA genommen und in die Zell-DNA eingebaut. Und was macht dann die Zelle mit der entsprechenden DNA? Na, sie liest sie ab. Und die baut das, was da drauf steht. Und was steht da drauf? Da steht, bau mehr Viren. Und die Zelle macht dann primär eigentlich im Wesentlichen nichts anderes als mehr Viren bauen. Ne? Der Virus, der außen dran klebt, der ist jetzt kaputt. Ne? Der hängt da jetzt fest, der kommt da nicht mehr weiter. Außerdem hat er keine DNA mehr drin. Aber dafür werden ein paar Millionen neue Viren gebaut. Oder ich weiß nicht wie viele, eher ein paar 10.000. Aber das reicht auch. Und irgendwann pflastern die Zelle, weil so viele Viren drin sind, dass da kein Platz mehr ist. Und dann macht's Puff und dann fliegen sämtliche Viren da raus, verteilen sich im ganzen Organismus und in sämtlichen anderen irgendwelchen Zellen, wo sie dann den gleichen Mist nochmal abziehen. So, der Körper versucht sich dagegen zu wehren. Zum Beispiel, wenn es sich um Viren handelt, die Darmzellen befallen, ne? Durch Durchfall. Warum? Naja, damit die Darmzellen möglichst rausgespült werden, solange die Viren noch drin sind, bevor die Zelle platzt und sämtliche Viren freigibt. Wo landen dann also die Viren mitsamt den Zellen?
Jawohl, im Klo. Und wenn wir jetzt in einem Land sind, wo das nicht schön in die Zivilisation geht, wo es dann toll zivilisationsmäßig in einem tollen Wasserwerk aufgebereitet wird, landet das irgendwo auf der Straße und fließt in den nächsten Fluss und dann haben wir Durst und dann trinken wir da draußen und dann haben wir auch solche lustigen Viren. Das ist also so der wesentliche Infektionsgang mit virenbedingten Krankheiten. Schön ist jetzt allerdings, das ist wirklich was Gutes, dass diese Viren eben darauf angewiesen sind, um langfristig sich vermehren zu können, in Zellen vorzukommen. Einfach so im Wasser rumschwimmen können die zwar auch, aber das können sie nicht steuern. Die werden dann einfach nur dadurch getrieben. Die haben keinen Antrieb, die haben keinen Stoffwechsel, die leben streng genommen eigentlich gar nicht. Und die Konzentration von Viren, die im freien Wasser auftritt, ist sehr, 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 sehr gering. Die allermeisten gesunden Menschen mit einem vernünftigen Immunsystem werden davon nicht krank. Also selbst wenn man aus Fäkalabwasser trinkt, Bakterien und alles andere Zeug rausfiltert und die Viren sind noch drin, hat man immer noch eine relativ gute Chance, dass man davon nicht schlimm krank wird. Ne? Also vielleicht wird man infiziert, bleibt aber symptomfrei, weil einfach die Krankheit, bevor es zu größeren Konsequenzen kommen kann, eben vom Immunsystem schon so weit bekämpft wurde, dass da nichts Schlimmeres passieren kann. Ne? Also deswegen sollte man sich vor Viren, da sollte man sich schon seine Gedanken machen, wenn man es mit Fäkalabwässern zu tun hat, weil man die Bakterien mit den Viren dann abbekommt, was dann total tödlich ist, beziehungsweise tödlich sein kann. Auf jeden Fall macht es keinen Spaß. Aber von allein der Tatsache, dass Viren im Wasser sind, da machten sich manche Leute zu viele Sorgen. Es ist schon so, dass es nicht egal ist. Das ist es ganz bestimmt nicht. Und es ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, wenn man die Viren da irgendwie rausbekommt. Aber oft, in vielen Situationen, sind entweder gar keine Viren vorhanden oder eben nur in so geringer Zahl im freien Wasser, dass man sich da jetzt vielleicht gar nicht so riesige Sorgen drum machen muss. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind die Viren weg, tot. Irgendwie vernichtet, dann umso besser, selbstverständlich. Ne? Aber Panik vor Viren, wie gesagt, das sollte nicht ausufern. Das wollte ich damit im Wesentlichen eigentlich nur erzählen. Wie man die dann im Einzelnen wegkriegt, das werden wir bei den einzelnen Filtermöglichkeiten beziehungsweise bei den einzelnen Wasseraufbereitungsmöglichkeiten, die ich hier besprechen möchte, dann genauer diskutieren. Wir kommen und an dieser Stelle, ja, und damit kommen wir dann auch zu den Bakterien. Ein Bakterium ist jetzt genauso eine Zelle, die eben entsprechend zum Beispiel befallen werden könnte von einem Virus. Nur mit dem Unterschied, dass Bakterien Prokaryonten sind, also sehr einfach aufgebaute Zellen, und die werden nicht von Viren befallen, weil Viren sind per Definition befallen die nur eukaryontische Zellen, also die komplexeren Zellen, so wie Tierzellen, unsere oder die von der Kuh. Sondern Phagen, Bakteriophagen befallen Bakterien. Das wäre dann ein Bakterienvirus. Ne? Also in Bakterien sind keine Viren, die für den Menschen gefährlich sein können. Das ist ein wesentlicher Faktor, der spielt nämlich bei der Wasseraufbereitung auch eine gewisse Rolle. Ich kann es eigentlich auch gleich sagen, denn wenn wir jetzt eine Flasche Wasser nehmen, so, und da gehen wir davon aus, dass da jetzt ein Haufen Bakterien drin sind. Da gehen wir durchaus zu Recht von aus und so ziemlich jedem Wasser sind irgendwelche Bakterien. Die sind deswegen nicht Krankheitserreger, aber irgendwelche Bakterien sind eigentlich immer drin. Jetzt stellen wir unsere Flasche Wasser irgendwo hin. Und jetzt warten wir. Was passiert jetzt? Ich habe ja schon gesagt, im freien Wasser sind wenig Viren drin, aber es sind meistens welche drin. Ob die jetzt für uns gefährlich sind oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber drin sind welche. Was da auch drin ist, sind Bakteriophagen, zusammen mit den Viren. Die sind da auch drin. So, jetzt ist in unserem Wasser Bakterien drin und Bakteriophagen. Was machen die Bakteriophagen? Na, die befallen die Bakterien. Je nach Wasser können wir also durchaus davon ausgehen, dass wenn man das Wasser eine Weile stehen lässt, bevor man es weiter aufbereitet, die darin vorhandenen Bakteriophagen einen Großteil der Bakterien entsprechend angreifen, sich in diesen auch vermehren, diese zum Platzen bringen, sich weiter im Wasser ausbreiten und die Bakteriophagenkonzentration in unserem Wasser, je länger es steht, durchaus zunimmt. Zwar wachsen unter Umständen je nach Wasser auch die Bakterien noch ein bisschen weiter, weil unser Wasser jetzt nicht mehr in Bewegung ist und nicht mehr so sehr mit Sauerstoff angereichert, weil es zum Beispiel in einer verschlossenen Flasche drin ist. Aber wie gesagt, mit dem Bakterienwachstum wachsen auch die Bakteriophagen. Leider haben wir keine Möglichkeit festzustellen, ob unser Wasser jetzt besonders viele oder eher sehr wenig Bakteriophagen enthält. Aber
Es kann, wenn man keine weiteren Aufbereitungsmöglichkeiten hat, durchaus eine Option sein, sein Wasser eine Weile stehen zu lassen. Das bisschen Bakterienwachstum, was da dann noch stattfindet, ist eher vernachlässigbar verglichen mit der positiven Wirkung, die wir durch den Phagenangriff auf die lieben Bakis erwarten dürfen. Das ist also was Wichtiges, das man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn man mit Bakterien zu tun hat. Ansonsten sind das eben sehr, sehr, sehr kleine Zellen, die zum Teil auch in der Lage sind, sich selbstständig fortzubewegen. Die können im Wasser relativ lange überleben. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Sprich, wenn sie da einmal drin sind, dann bleiben sie da auch eine ganze Weile, zumal sie auch in der Lage sind, sich in so einem wässrigen Medium oft auch relativ gut zu ernähren. Da wollen sie aber nicht rein in das mässrige Medium. Die wollen bitte von uns getrunken werden, um dann bei uns im Fall von Trinkwassererkrankungen eben im Magen-Darm-Trakt meistens zu landen und haben für diesen Zweck in irgendeiner Form irgendeine Schutzvorrichtung, um die Magensäure zu überleben. Das schaffen auch längst nicht alle, aber manche halt dann eventuell eben schon. Dann landen sie im Darm und da können sie dann eben entsprechend die ganzen enormen Mengen an Nährstoffen, die da halt eben im Darm nun mal logischerweise vorhanden sind, weil da kommen sie ja alle irgendwann mal hin, ne, dazu nutzen, sich dort wunderbar zu vermehren und auszubreiten und dann, um sich noch weiter auszubreiten über das nun befallene Individuum hinaus, sorgen sie natürlich irgendwo auch absichtlich dafür, also sofern man Bakterien einen höheren Willen unterstellen kann, dass es halt eben entsprechend zu einer Durchfallerkrankung im Regelfall kommt. Und diese Durchfallerkrankung sorgt dafür, dass erstens mal Bakterien wieder dahin kommen, wo irgendein anderes Tier, Mensch, sie aufnimmt, nämlich ins Wasser, weil jeder muss ja trinken, ne? Und außerdem haben sie dann zusätzlich, dass sie wieder im Wasser landen, auch noch eine ganz tolle Nährlösung dabei, mit der sie ja eben ausgeschieden werden, die ihnen dann auch noch gleichzeitig ermöglicht, auch in dem Wasser, in dem sie jetzt wieder sind, sich noch weiter zu vermehren, weil dieses Wasser jetzt voller Nährstoffe ist, weil da alle Welt reinscheißt, um es mal drastisch auszudrücken. Also eine sehr clevere Idee eigentlich von unseren lustigen entsprechenden Bakterien, die da ihr Unwesen treiben, ne? Also die möchten eigentlich nur mal kurz zwischendurch bei uns vorbeischauen, sich vermehren, aber dann wollen sie eigentlich auch wieder weg. Natürlich bleiben auch noch einige da. Und daran geht man dann früher oder später wahrscheinlich aufgrund des extrem starken Durchfalls, den das verursacht bei fast allen solchen Krankheiten, ne, von verschiedenen Bakterien. Cholera ist so ein prominentes Beispiel, geht man daran dann auch früher oder später zugrunde. Es sei denn, man kann die Bakterien bekämpfen. Das ist noch recht gut möglich mit Antibiotika, solange die noch wirksam sind. Es handelt, kommt jetzt natürlich auch darauf an, was für Bakterien wir abbekommen haben, ne? So ein multiresistenter hinterm Krankenhauskeim, den wird man damit wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ganz kaputt bekommen. Und vielleicht eine kleine Anekdote, ich hatte das mit den Phagen, habe ich ja schon erwähnt, ne? Inzwischen gibt es eine etwas stärker werdende und immer interessanter werdende Forschung, inwiefern denn Phagen, die man statt Antibiotika einsetzt, die neue Allzweckwirkung Waffe gegen Bakterien, also in der Medizin, sein könnten. Ich persönlich bin da ein großer Fan von, kann da aber auch nichts Konkreteres zu sagen, bin ja kein Mediziner und schon gar nicht in der entsprechenden Forschung tätig, aber die Idee per se finde ich eigentlich schon mal sehr, 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 sehr interessant. Ja, soweit zu den Bakterien. Da gibt es bei den Bakterien gibt es jetzt zwei Sorten. Es gibt die Gram-positiven und die Gram-negativen. Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr auswendig, welche von beiden, aber einer von beiden hat eine sehr, sehr, sehr dicke Hülle ums entsprechende Bakterium drumherum. Das ist leider dann auch gleichzeitig oft der, der eben für uns gefährlich ist. Und diese Hülle ist gar nicht so einfach kaputt zu bekommen. Weshalb man ein bisschen vorsichtig sein muss bei chemischer Wasseraufbereitung gegen Bakterien. Eben diese spezialisierten, extra dicke Hülle, super knusprig quasi, Exemplare, die sind bisschen bis ganz gut resistent gegen zum Beispiel Wasserentkeimungsmittel auf Chlorbasis. Da gehen immer noch viele, viele, viele Hops, ne? Aber einige könnten das dann auch überstehen, weshalb man da dann bei einem starken Bakterienbefall des Wassers eben mit den fiesen Bakterien, die eben ja zum Beispiel eben hier Cholera und so weiter und so fort, die da dazu gehören, da
ja, da muss man dann einfach ein bisschen vorsichtig sein aufgrund dieser krassen Hülle, die die haben. Ja? Diese krasse Hülle schützt aber in keinster Weise, bringt gar nichts, wenn wir mit einem Filter arbeiten, weil dadurch werden sie auch nicht kleiner und passen plötzlich durchs Loch. Also ist die Hülle dann egal und die Hülle hilft auch nicht gegen UV-Strahlung. Die strahlt da durch und lasert das Bakterium zu Tode, sofern es überhaupt getroffen wird. Dazu kommen wir dann eben entsprechend auch noch. Auch der Grail oder wie auch immer der jetzt heißen mag, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, damit ich nicht jedes Mal überlegen muss, Wasserfilter hat mit den Dingern keine Probleme, da ist es auch vollkommen wurscht, ob die jetzt eine stabile Hülle haben oder nicht. Jo! Jetzt kommen die, das, was in der Wasseraufbereitung immer gerne als Protozoen bezeichnet wird. Das sind eukaryontische Kleinsttiere. Ne? Als Eukaryont sind sie eine gute Zelle, eine fortschrittliche Zelle und damit sehr, sehr groß. Das ist das Schöne, wenn man mit einem Filter arbeitet. Weil die passen, wo Bakterien nicht durchpassen, passen Eukaryonten schon gar nicht durch. Jetzt ist es aber so, dass die aufgrund ihrer Komplexität durchaus in der Lage sind, noch ganz fiese andere Sachen zu machen, außer jetzt einfach nur in uns wohnen und sich vermehren und Durchfall erzeugen. Also das können die auch. Aber das sind jetzt schon wirklich richtig ausgeprägte Endoparasiten, also die innen in uns leben können. Es gibt international da jetzt noch diese krassen Würmer, die durch die Haut in uns eindringen können und dann unter der Haut wohnen und solche Sachen. Spielt jetzt aber für Deutschland alles nur eine sehr, 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 sehr untergeordnete bis überhaupt nicht vorhandene Rolle. Jedenfalls, wenn man so einen lustigen Wurm hat, die sind weniger schlimm, als man jetzt denken mag. Mit der modernen Medizin wird man solche Würmer relativ einfach wieder los. Die größeren Würmer. Und da müssen wir jetzt unterscheiden, ne? Eben die etwas komplexeren Parasiten, irgendwelche wirklich schon Mehrzeller, die sind eigentlich erstmal nicht schlimm. Erstens, wer Würmer hat, ist nie allein. Und zweitens, haben die kein Interesse daran, ihren Wirt umzubringen. Die möchten eigentlich möglichst lange, möglichst unentdeckt im Darm des Wirtes, zum Beispiel im Darm, ihr Dasein fristen und da fröhlich vor sich hinwachsen und dann nach und nach eben kleine Stückchen von sich eben über den Kot ausscheiden lassen, um dann möglichst den nächsten Wirt zu infizieren. Es ist nicht in deren Interesse, uns schnell umzubringen. Ne? Also Bakterien und so, die machen das gerne, damit sie dann halt wirklich noch besser ausgeschieden werden und dann überall irgendwann zu finden sind und so weiter. Viren machen das auch, aber die mehrzelligeren Parasiten, die machen das eher weniger. Fies sind eher die einzelligen Parasiten, weil die sich gerne auch mal wirklich in ein Zellgewebe richtig schön reinfressen und dann da mittendrin stecken und dann da nur noch sehr schwer wegzubekommen sind. Das macht keinen Spaß. Mehr will ich zu denen jetzt eigentlich nicht groß erzählen. Sie sind durch alle Methoden auch ganz gut abzutöten, außer wieder die chemische Wasserentkeimung, weil die zum Teil auch schon wieder eine sehr dicke Hülle aufweisen, die sehr resistent sein kann. Und da kommen dann manche Chemikalien je nach Konzentration, also zumindest in der Standard-Wasseraufbereitungskonzentration von zum Beispiel einer Mikropur-Tablette auf 1 Liter Wasser, kann schon sein, dass das der eine oder andere überlebt. Und wie gesagt, dadurch, dass das jetzt schon spezialisierte Superzellen sind, sind die dahingehend saumäßig gefährlich, dass da ganz, ganz wenige Zellen, ganz, ganz wenige solche Mini-Tierchen schon ausreichen können, um halt bei uns eine entsprechende Krankheit hervorzurufen. Ne? Also wirklich wenig. 5, 10, irgendwie sowas. Ne? Und zwar sind die vergleichsweise groß, aber immer noch sehr, 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 sehr klein. Also sehen kann man die auf keinen Fall oder sonst irgendwie feststellen, ob die drin sind. Ja, und wenn wir uns jetzt auf die chemische Wasseraufbereitung ein bisschen konzentrieren, dann steht da oft bei manchen dieser Mittelchen dabei, dass man bei Verdacht auf, ich sage jetzt mal Protozoen, die Einwirkungszeit verdreifachen soll, zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel ganz gerne mit so einem AquaVenture-Zeug gearbeitet. Also das ist die Firma, wie das genaue Produkt heißt, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das sind 2-Komponentensystem aus Chlordioxid und nochmal irgendwas anderem, was dann die Wirkung des Chlordioxid quasi aufheben soll, damit man hinterher was trinkt, was ungefährlich ist und auch kein Chlorgeschmack mehr drin ist. Hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ich habe das sehr gerne benutzt. Ist ein bisschen aufwendig, weil man sich das erst tröpfchenweise zusammenmischen muss. Also so die Miniatur-Outdoor-Chemiker-Küche sozusagen. Aber ich habe das immer gern genommen und mir hat es gut, hat auch immer funktioniert.
Also hab nie irgendwas Negatives festgestellt. Jedenfalls bei diesem Zeug muss es normalerweise, ich glaube, 10 Minuten einwirken. Bei Verdacht auf Protozoen mindestens eine halbe Stunde, besser eine ganze irgendwie so. Und man soll die Menge unter Umständen verdoppeln, wenn es sich um sehr kaltes Wasser handelt. Ist auch nochmal übrigens wichtig bei der chemischen Wasseraufbereitung, dass da durchaus die Wassertemperatur und damit die Geschwindigkeit der Moleküle, die da drin rumflitzen, durchaus auch nochmal eine gewisse Rolle spielt. Ne? Ja, das jedenfalls zu den Protozoen. Viel mehr muss ich zu denen, glaube ich, nicht mehr erzählen. Aber wenn man sie abbekommt, was machen die? Ungefähr so in etwa dasselbe wie die Bakterien. Symptome sind auch relativ ähnlich. Und ja. Die können jetzt übrigens von Viren befallen werden. Was auch nochmal ein Problem ist. Wenn wir nämlich so ein Ding erwischen und da stecken jetzt noch ein Haufen Viren drin, die rein per Zufall für uns auch noch gefährlich sind, dann haben wir gleich das rundum kontaminiert Paket sozusagen. Das macht dann richtig Freude. Gut, ja. Dann können wir uns jetzt mal über die lustigen Blaualgen unterhalten. Die lustigen Blaualgen sind ja eben keine Algen eigentlich, weil Algen sind Pflanzen, sondern es sind Bakterien. Cyanobakterien. Damit sind sie zwar für ein Bakterium sehr nah dran an einer Pflanze, aber immer noch trotzdem ein Bakterium, weil sie haben immer noch keinen Zellkern, die sie dann zu einem Eukaryonten und damit zu einer Pflanze machen würde. Ne? Was können die? Die können Photosynthese. Was müssen sie deswegen nicht? Pathogen sein. Die haben gar kein Interesse daran, von uns getrunken zu werden, in unseren Darm zu gelangen, weil was können sie dann da nicht mehr? Photosynthese, da ist nämlich dunkel. Und das bringt denen nichts. Die wollen nicht getrunken werden. Die sind so gesehen also erstmal kein Krankheitserreger. Sie sind aber trotzdem gefährlich, weil gerade eben deswegen, weil sie nicht getrunken werden wollen oder gegessen oder was auch immer, wehren sie sich dagegen. Und wie machen sie das? Na, indem sie Giftstoffe in ihrem Inneren einlagern. Nicht jedes Cyanobakterium, aber gerade eben die, die wir dann teilweise in stehenden Gewässern, vor allen Dingen in stehenden Gewässern, finden können, die machen das eigentlich ganz gerne. Und da können extrem tödliche Nervengifte teilweise dabei sein, die da eingelagert werden. Und das ist jetzt interessant, weil das Ding an sich ist harmlos. Trinkst du also in einer gewissen Konzentration ein paar von diesen Cyanobakterien, kann es sein, dass die aus irgendwelchen Gründen den Magen unbeschadet überstehen und dann gehen die einmal durch. Die wollen ja gar nicht im Darm bleiben. Also das kann passieren. Davon sollte man auf keinen Fall ausgehen. Aber theoretisch wäre das möglich, nur für diejenigen, die das interessiert. Und dann kommen die auf der anderen Seite wieder raus und dann machen sie fröhlich weiter Photosynthese, sobald sie wieder Licht abbekommen. Ne? Das interessiert die also gar nicht. Die wollen uns nichts tun, per se. Blöd ist jetzt aber, wenn sie beim Versuch, getrunken zu werden, im Magen doch kaputt gehen. Weil was geht dann kaputt? Die Zellwand. Und was ist dann, beziehungsweise die Zellmembran, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und was haben wir dann für ein Problem? Naja, die Giftstoffe, die im Inneren der Zelle sind, werden dann frei. Und wo sind die dann? In uns. Und da sind sie halt eben nicht besonders gut aufgehoben. Bei der Aufbereitung von Wasser, in dem halt jetzt eben entsprechend Cyanobakterien drin sein könnten, sollte man also entweder die Zellen ausfiltern, ohne sie kaputt zu machen, oder deaktivieren, ohne sie kaputt zu machen, beziehungsweise abtöten, aber nicht kaputt machen, oder man macht sie doch kaputt und dann darf man hinterher das Wasser destillieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, sofern man keine Umkehrosmosepumpe dabei hat, die Giftstoffe da dann entsprechend wieder rauszubekommen. Gut, dann haben wir noch die Chemikalien. Zum Beispiel Dünger, Pflanzenschutzmittel. Das Gute bei Dünger ist in der Regel eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir nicht ein Kind oder jemand sind, der einen kranken Darm hat, also da größere Probleme, weil was ist Dünger? Das ist meistens Nitrat, gerade bei uns in der Gegend. Nitrat ist per se erstmal völlig harmlos, da können wir riesige Mengen von konsumieren, da passiert uns erstmal überhaupt nichts, es sei denn, wir haben eben einen nicht gesunden Darm oder sind ein Kind, dann kann es nämlich passieren, dass bei uns im Darm
Nitrat zu Nitrit umgewandelt wird. Nitrit wiederum ist in der Lage, Blutsauerstoff zu reduzieren, also den roten Blutkörperchen quasi in Sauerstoff wegzunehmen und die damit auch zu deaktivieren. Und nur Erwachsene und gesunde Menschen haben dann ein Enzym, das in der Lage ist, die Dinger wieder zu reaktivieren. In dem Fall passiert da eigentlich nicht viel. Natürlich kann man es mit der Nitritmenge auch übertreiben. Irgendwann ist es dann doch ungemütlich, aber durch reines Wasser trinken, nee, das ist unwahrscheinlich. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also in einer absoluten Notsituation, Wasser, das vom Feld runterläuft und so weiter, die Düngerkomponente, die reine Nitritkomponente, die bringt uns nicht um. Was dann allerdings gefährlich werden könnte, sind natürlich die ganzen anderen Bakterien, die in der Scheiße, die sie aufs Feld geleert haben, um es eben entsprechend zu düngen, drin gewesen sind. Soll also heißen, ein Oberflächenabfluss vom Feld des Bauern runter, den können wir auf keinen Fall ungefiltert saufen. Wasser, das unterhalb eines Felds von einem Bauer quasi aus dem Boden austritt und dann durch das Erdreich ein bisschen gefiltert wurde, da wird mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Nitratkonzentration drin sein, eine wirklich sehr, 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 sehr hohe. Aber wer halt weiß, ich habe einen gesunden Darm, ich bin da irgendwie nicht krank und ich bin auch kein Kleinkind, der kann das mit großer Wahrscheinlichkeit noch relativ gut trinken. Im Notfall sollte man natürlich jetzt auch nicht zum Spaß machen, aber denn sämtliche Filter und andere Aufbereitungsmethoden helfen nicht sicher gegen irgendwelche Chemikalien, ne? Und Nitrat ist dann auch das kleinste Problem. Irgendwelche Pflanzenschutzmittel können für uns durchaus sehr wohlgiftig sein und die bekommen wir aus dem Wasser nicht sicher raus. Wir können sie aber dramatisch, zum Teil wirklich sehr effizient auch, kommt darauf an, welches Mittel es eben entsprechend ist, reduzieren, indem wir bei unserem Filter noch ein Aktivkohle, wer die jetzt bisher vermisst hat, jetzt kommt sie, Segment hinzubauen. Ne? Also viele dieser richtig professionellen Keramikfilter haben noch eine Aktivkohlekartusche, die man hinter den Filter, im Regelfall hinten dran, schalten kann. Und die sorgt dann eben nochmal dafür, dass die Chemikalien, die jetzt durch den Filter durchkommen, dort an der Aktivkohle hängen bleiben. Was macht Aktivkohle? Das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal kurz erklären. Das ist ja organische Substanz. Also ein Mix verschiedenster organischer Moleküle. Bei normaler Kohle hängen die dann halt eben an der entsprechenden Oberfläche dieser Kohleklumpen. Diese Oberfläche ist zwar durchaus groß, aber nicht besonders groß. Damit ist also die Zahl der möglichen organischen Bindungen, die an der Oberfläche unserer Kohle hängen, relativ begrenzt. Bei der Aktivkohle ist es jetzt so, dass man die erstens mal sehr, sehr, sehr zerkleinert hat, was dazu führt, dass die Oberfläche eines sehr kleinen Partikels im Verhältnis zu seiner Größe sehr, sehr hoch ist und außerdem hat man die an der Oberfläche der Kohlepartikel befindlichen reaktiven Gruppen, heißt das Zeug genau genommen, noch gereinigt. Gereinigt im Sinne von, da hing vorher irgendwas dran. Das hat man jetzt quasi abgespült sozusagen und jetzt ist es die reine, freie, reaktive Gruppe, die da sozusagen von der Oberfläche ausragt. Das ist wie so eine Art Greifarm, kann man sich das vorstellen. Fliegt jetzt irgendeine organische Substanz, die für uns möglicherweise giftig ist, oder fließt eher, fliegen tut sie nicht, daran vorbei und hat an ihrer Oberfläche irgendwo einen passenden Greifarm zu dem Greifarm unserer Aktivkohle. Und unsere Aktivkohle enthält so ziemlich jede vorstellbare mögliche Greifarmgruppierung, die es da überhaupt gibt in der organischen Chemie, bleibt sie damit daran kleben. Ne? Die binden aneinander und unser Gift hängt dann demzufolge an der Kohle und kommt dann nicht mehr weg. Das funktioniert so lange gut, bis irgendwann sämtliche Greifarme unserer Kohle mit entsprechenden Giftstoffen entsprechend besetzt sind. Dann wird es gefährlich, weil wenn wir jetzt zu spät unseren Aktivkohlefilter austauschen, unser Aktivkohlefilter-Element, ist das Ding irgendwann so gesättigt, dass es möglich ist, dass irgendwelche ansonsten eigentlich harmlosen Stoffe das Gift wieder ablösen, dafür selber an die Kohle binden und das Gift wird wieder frei und fließt dann durch und landet dann wieder in unserem Trinkwasser. Deswegen sollte man einen Aktivkohlefilter immer,
lieber ein paar Tage zu früh austauschen oder ein paar Wochen, als auch nur ansatzweise zu spät, weil das kann relativ verheerende Folgen entsprechend haben. Man kann sich aber leider aufgrund dessen, dass man nicht vorhersagen kann, wie die genaue Struktur der Aktivkohle genau sein wird und welcher Giftstoff genau da vorbeikommt, kann man nicht hundertprozentig vorhersagen, ob wirklich sämtliche Giftmoleküle an der Aktivkohle hängen bleiben oder nicht. Viele werden es tun, viele, viele. Einige werden vielleicht durchkommen, ne? Und man kann es nicht sicher sagen, sollte man besser zur eigenen Gesundheit davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein paar durchkommen werden. Trotzdem reduziert Aktivkohle die Zahl der entsprechenden Giftpartikel, die da durchkommen, doch erheblich. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Sache und damit befinden wir uns dann meistens durchaus mit großer Wahrscheinlichkeit in Konzentrationen an Giftstoffen, die uns erstmal nichts tun, solange wir jetzt nicht auf die Idee kommen, unser Lager hinterm Bauernhof eben entsprechend aufzuschlagen und nur die ganze Zeit ein bisschen besser aufgefiltertes Güllewasser zu saufen. Ne? Irgendwann wird es ungemütlich. Aber mal ein paar Liter und danach mal wieder woanders vernünftiges Wasser, das sollte eigentlich im Regelfall keine besonders schlimmen Konsequenzen dann auslösen. Ja, und inzwischen gibt es jetzt noch eine andere Möglichkeit, neben der Aktivkohle eben Chemikalien aus dem Wasser rauszubekommen. Und das ist halt eben dieser Greilfilter. Zu dem komme ich aber eben am Schluss, und da machen wir alles, was den betrifft, in einem Aufwasch. Dann wäre noch die Sache mit den Schwermetallen, die ja immer wieder gerne erwähnt werden und immer wieder gerne für Verunsicherung sorgen bei den Leuten, die eben Wasser aus dem Walde trinken wollen. Dazu wäre jetzt zu sagen, Schwermetalle sind in jedem Wasser immer vorhanden, aber nur ganz wenig. Und Wasser aus der Natur, sofern es sich nicht um ein krasses Wasser, das aus einem krassen, eigenartigen Gestein kommt, wo da wirklich mit einer Anreicherung zu rechnen wäre, das gibt es durchaus zum Beispiel bei Thermalbädern oder Thermalquellen. Wir haben in Baden-Baden so eine spezielle Quelle, die gilt als Heilquelle, da kann jeder hingehen und sich so ein heißes Glas Wasser abfüllen, das ist wirklich 70 Grad heiß oder was, also wirklich richtig heiß, fließt da mitten aus dem Stein, gibt es wohl einen kleinen Hahn, damit das da irgendwie schöner rausfließt, aber das würde ansonsten da wirklich als Quelle raussprudeln, wenn sie diesen Hahn nicht installiert hätten. Und das ist zwar als Heilwasser bekannt, aber es steht auch ein Schild dran, durchaus zu Recht, mit einem Warnhinweis, dass man davon nicht zu viel trinken möge. Das wäre nämlich tatsächlich dann ein Wasser, das so viele interessante Mineralien enthält, dass diese bei Überkonzentration für uns dann wieder alles andere als heilend wären. Man soll also pro Tag, ich weiß es nicht, ich glaube maximal 300 Milliliter davon trinken oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist aber ganz interessant auf jeden Fall, dass es solche Wässer eben auch gibt. Die sind aber sehr selten. Sehr, sehr, sehr selten. Wir können also bei dem Wasser, was wir im Wald im Regelfall so finden, wo nicht extra noch ein Schild dran steht, bei Baden-Baden im Wald gibt's nochmal so eine Quelle. Da gibt es nochmal so eine, ja. Wie heißt denn die Radiumquelle? Ich glaube Radiumquelle. Also da ist kein Radio, also ne, radioaktiv ist die nicht, aber die wurde mal aus irgendwelchen Gründen so benannt. Fun Fact für die Leute, die es noch nicht wissen, als das Radium entdeckt wurde, ne, als man so angefangen hat mit der Atomstrahlung, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, zu experimentieren, so zu Zeiten von Marie und Pierre Curie, da galt das ja teilweise als total das Trendzeug, ne? Da hat man ja dann irgendwie noch Wasser gehabt, das radioaktiv beworben wurde, so als Werbejingle, ne? Unser Wasser ist radioaktiv, das ist viel besser als anderes Wasser. Also das war da richtig beliebt, bis man rausgefunden hat, dass man da, dass es nicht so gesund ist, ne? Vorsichtig ausgedrückt. Ja, jedenfalls, so ein Spezialwasser wäre jetzt eine der ganz seltenen Quellen, wo man in der Natur bei Wasser aus dem Wald, ne, größere Mengen von zum Beispiel Schwermetallen erwarten dürfte. Das war's. Mehr gibt's da eigentlich nicht. Aus der Natur haben wir es mit Wasser zu tun, das entweder aus einem richtig, richtig großen Fluss getrunken wird. Da haben wir wahrscheinlich eine etwas höhere Konzentration von so einem Zeug drin, weil das ja alles da reingespült wird aus den ganzen kleinen Bächen, diese winzig kleinen Konzentrationen.
und dann sich vielleicht in einem größeren Fluss ein bisschen anreichert, aber immer noch nicht arg. Ne? Also aus dem Rhein könnte man wahrscheinlich in Sachen Schwermetallbelastung ja, schon noch den einen oder anderen Liter oder auch viele davon, das möchte ich jetzt nicht zu sehr beschreiben, aber wahrscheinlich könnte man da viel mehr Rheinwasser saufen hinsichtlich der Schwermetallbelastung, als man denkt. Ne? Weil inzwischen ist auch gerade so zum Beispiel der Rhein oder die Donau und die ganzen Flüsse, die früher extrem dreckig waren, auch die Elbe. Die Elbe ist ein Jungbrunnen. Trinkt man aus ihr, wird man nicht alt, hat es dann wohl mal irgendwann geheißen. Ich glaube, das Zitat habe ich vom Vogel, oder? Wo habe ich das her? Ja, beim Vogel stand das, glaube ich, drin. Na, wie dem auch sei, jedenfalls, inzwischen sind die Gewässerqualitäten unserer ganzen großen Fließgewässer auch schon wirklich richtig, richtig, für so große Fließgewässer, richtig, richtig, richtig gut. Also verglichen mit international. Vielleicht könnten sie noch besser sein. Bestimmt. Aber die sind schon wirklich, wirklich, wirklich viel besser, als man denkt. Ne? Trotzdem, so ein Gewässer wäre jetzt auf jeden Fall was, wo man sich Gedanken machen sollte um Chemikalien, die da drin sind. Ne? Es wird zwar nichts mehr ungeklärt in den Rhein geleitet, soll zumindest nicht, aber ja, das ist auch schon der springende Punkt. Es soll nichts ungeklärt in den Rhein geleitet werden. Ne? Ah, so. Und deswegen, also will man wirklich, und ich glaube schon, dass man es fast sogar könnte, aus dem Rhein saufen, dann sollte man vielleicht sicherheitshalber für größere Mengen, die man daraus saufen möchte, also auf jeden Fall irgendeine Aufbereitungsmethode verwenden. Aber sinnvoll wäre dann halt eben auch eine mit Aktivkohle oder vielleicht sogar noch besser eben dieser Greil. Filter. Aber ansonsten, wegen Schwermetallen, wie gesagt, da sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen. Wasser aus dem Wald, dass man aus, auch wenn man es 3 Kilometer unter der Quelle abzapft, bevor es ins Dorf fließt, das, da gibt es keine Schwermetalle. Es braucht man sich wirklich keine Gedanken machen, wo sollen die herkommen. Ne? Also wenn es Wasser aus dem Bergbaustollen ist, gut, dann, ja, okay, solche super spezielle Ausnahmen oder von irgendeiner Kohlehalde oder irgendwie sowas. Da kann das vielleicht auch nochmal vorkommen. Ne? Aber solange kein super Spezialfall vorliegt, aus dem Wald, überhaupt kein Problem. Ja, damit haben wir jetzt auch nach langer Zeit die einzelnen Dinge, die im Wasser drin sein können und für uns gefährlich sein können, durchgesprochen. Und ich brauche ein ganz kleines Päuslein und dann machen wir weiter mit den Filtern. Ihr seid ja schon wieder da. Na dann muss ich mein Büchlein wieder wegpacken. Ja, Filter erstmal. Ne? Was machen die? Habe ich ja schon erklärt. Die haben sehr kleine Öffnungen und diese kleinen Öffnungen sind so klein, dass da im Idealfall beim krassesten Filter, den man sich da vorstellen kann, wirklich nur noch Wasser durchpasst. Ne? Eine Umkehrosmosepumpe, die würde letztendlich ungefähr da auf diesem Prinzip arbeiten, dass da eine Membran drin ist, die wirklich nur so winzig, winzig, winzig kleine Öffnungen hat, dass da tatsächlich nur das H2O-Dipolmolekül durchpasst. Ne? Die anderen Filter, die wir als Filter kennen, die können das alle nicht. Die haben Öffnungen. Ich glaube, das kleinste, was es inzwischen gibt, ist nochmal 0,01 Mikron. Verdammt nochmal, das heißt Mikrometer. Irgendwann rege ich mich darüber nochmal richtig auf, dass das jeder Depp immer als Mikron bezeichnet. Na, wie dem auch sei, ich glaube, das ist das Feinste, was es irgendwo gibt. Da passen dann tatsächlich die allermeisten Viren nicht mehr durch. Ne? Und damit kann man dann Viren ausfiltern. Im Fall der meisten Filter, die jetzt inzwischen alle so um 0,1 oder 0,2 Mikron große Öffnungen haben, können wir aber immer noch sicher Bakterien und Protozoen immer ausfiltern. Und da Viren im Regelfall ja wirklich als Einzelviren im Wasser nicht das Problem sind, sollte das auf jeden Fall bei uns im Outdoor-Bereich hundertprozentig immer
ausreichen. Es macht also meiner Meinung nach für einen Filter, den man für Wanderungen im Wald oder in Skandinavien zum Beispiel haben möchte, keinen Sinn, ein 0,1-Mikron-Filter zu nehmen, sondern mit 0,2 hat man eine bessere Durchflussrate, der verstopft weniger schnell. Da kommt und er filtert immer noch das gefährliche Zeug raus. Weil Viren ist echt kein Thema. Nur für im urbanen Raum. Da kann man sich um Viren Gedanken machen. Macht man Wildnis-Tracking, kann man die Dinger echt ignorieren. Das spielt dann wirklich, ne, das spielt wirklich keine Rolle. Außer man möchte direkt hinter der Kuhweide sein Wasser zapfen. Aber das lässt man dann halt einfach sein. Ich meine, wollt ihr unterwegs sein in Mitteleuropa, wo das Wasser so, so knapp ist, dass man unbedingt hinter der Kuhweide direkt es abzapfen muss, ne? Wahrscheinlich fließt der Fluss nämlich durch die Kuhweide und man kann dann auch oben noch ein Stückchen hochlaufen, bevor er in die Kuhweide fließt. Und das können auch nur 3 Meter sein oberhalb der Kuhweide und schon hat man da Wasser, das zumindest bezüglich Viren keinerlei Risiko eben entsprechend darstellt. Jetzt, diese teuren Trekkingfilter mit Keramikkartusche, die haben einen wesentlichen Vorteil gegenüber diesen ganzen Miniatur-Hohlfaserfiltern, wie eben diesen beiden Sawyer-Wasserfiltern. Und zwar besteht der einfach darin, dass die durch ihren Keramikkolben eine viel höhere Oberfläche und damit einfach viel mehr Poren zur Verfügung haben, als die vergleichsweise sehr wenigen Poren auf der Oberseite eines Sawyer Mini beispielsweise. Und die Effizienz eines Filters ergibt sich aus der Porendurchmesser und der Zahl der Poren. Und wenn man viel mehr Poren hat, dann hat man immer noch eine gute Filterleistung, wenn schon die Hälfte verstopft ist. Ist bei einem Sawyer Mini schon die Hälfte verstopft, dann geht da fast schon nichts mehr durch. Weil der hat halt einfach nicht viele. Da bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig, ne? Und die paar, die noch übrig sind, verstopfen dann umso schneller. Weshalb wir jetzt zum ersten Mal so richtig auf das Thema Vorfilterung zu sprechen kommen. Von dem alle Welt wohl denkt, ich wüsste nicht, was das ist. Man sollte bei jeder Art der Wasseraufbereitung, es sei denn, es handelt sich um so klares Wasser, dass es nicht notwendig ist, ne? Dann nicht. Aber ansonsten, bei jeder Art der Wasservorbereitung sollte man vorfiltern, wenn das Wasser eben ein bisschen trüb ist. Da reicht schon ein ganz, ganz bisschen trüb. Was ist ein ganz, ganz bisschen trüb? Na, wenn man eine klare Wasserflasche zum Beispiel in die Sonne hält und stellt fest, wenn ich an der Flasche vorbeigucke, ist es klarer, als wenn ich durch die Flasche durchgucke, dann ist es schon zu einem gewissen Anteil ein ganz kleines bisschen getrübt. Wir setzen mal eine absolut saubere Flasche, eine klare Flasche, nicht irgendeine alte im Wald gefundene Plastikflasche, sondern eine mitgebrachte halt zum Beispiel. Setzen wir jetzt mal voraus, ne? Und sobald wir auch schon eine leichte Trübung haben, dann können wir, wenn wir die Zeit haben und entsprechend auf Nummer sicher gehen wollen, eigentlich schon eine gewisse Vorfilterung machen. Was kann man jetzt machen zur Vorfilterung? Eine kaum erwähnte, aber unglaublich nützliche Methode besteht einfach darin, wenn wir unser Wasser zum Beispiel, und deswegen sind durchsichtige Flaschen wirklich praktisch, weil man da halt die Wasserqualität beurteilen kann. Hast du nur irgend so eine Clean Canteen Metallflasche, die ich mir jetzt auch bestellt habe im Übrigen, aber hast du nur so eine dabei, kannst du nicht die Klarheit deines Wassers beurteilen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein großer Nachteil bei solchen nicht durchsichtigen Flaschen, die man wirklich mal ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls nehmen wir an, wir hätten eine handelsübliche 1,5 Liter PET-Flasche. Und da kippen wir unser Wasser rein und hier stellen wir es hin. So, und was passiert jetzt? Die ganzen Teilchen, die für die Trübung des Wassers vorhanden sind, nennen wir sie mal Schwebstoffe, die sind nur zum Teil in der Lage zu schweben. Teilweise sind sie nämlich eben nicht schwebefähig. Und was machen sie dann? Sie gehen unter. Und wo sammeln sie sich? Unten in der Flasche. Und so eine handelsübliche 1,5 Liter PET-Flasche hat jetzt die wunderbare Eigenschaft, dass sie da unten noch so diese kleinen Besser-Flasche-Besser-Hinstellen-Nippel dran hat. Also diese Ausbuchtungen, ne? Und in denen gibt es so schöne Vertiefungen und da drin können sich jetzt wunderbar unsere ganzen schweren Dinge im Wasser, zum Beispiel irgendwelche kleinen, nennen wir sie einfach mal Dreckkörnchen, wunderbar da unten drin sammeln und dann sind sie schon mal nicht mehr im Wasser, sondern da unten in diesen dafür vorgesehenen Taschen. Man könnte fast meinen, die sind dafür extra gebaut. Das Zeug, was jetzt allerdings wirklich im Wasser schwebt,
Das wird über einen längeren Zeitraum, wenn wir uns Wasser eine Weile stehen lassen, nach oben steigen und sich oben als Film auf dem Wasser absetzen, weil es halt eben leichter ist als Wasser. Lediglich Schwebstoffe, die im Wasser drin sind, die exakt genauso schwer sind wie Wasser, die sinken weder nach unten, noch sammeln sie sich oben, sondern die bleiben im Wasser eben entsprechend gelöst. Gilt natürlich auch für Chemikalien und sonstiges Zeug, was wirklich in Lösung im Wasser vorhanden ist, das auch eine Trübung verursachen kann. Dagegen kann man jetzt so auf diesem Wege erstmal nichts machen, aber viel, viel, viel vom Dreck, der im Wasser drin sein kann, kriegt man auf diesem Wege schon raus. Jetzt muss man das allerdings noch abkippen. Deswegen sollte man ganz vorsichtig beim Wasser abgießen darauf achten, dass man zuerst mal die obere Schicht abgießt, das was oben drauf ist, und beim Kippen ganz vorsichtig sein, dass man auch ja nicht den ganzen Schlons, der sich unten in der Flasche abgelagert hat, mit rauskippt, beziehungsweise den Schlons wieder aufwirbelt, damit er sich wieder mit dem Wasser in der Mitte, das vergleichsweise sauber ist, verbindet. Ne? Und hat man dann den Überstand, also das Zeug, was oben drauf schwimmt, erstmal abgekippt, irgendwo in den Wald, ne? Also nicht in unser Gefäß, kippt man dann den Rest ganz vorsichtig ins Gefäß und lässt am Schluss noch einen Schluck Wasser drin, damit man auch sicher gehen kann, dass man ja nichts von dem Zeug unten im Wasser, was sich unten am Flaschenboden gesammelt hat, jetzt ins Wasser mit reinbekommt. Und das Resultat ist jetzt schon ein deutlich klareres, deutlich von Partikeln her saubereres Wasser, als wir hatten, als wir es direkt aus dem Bach geholt haben. Und ich hatte ja schon erwähnt, sind da Bakterien drin, und Bakteriophagen, die immer zusammen auftreten, hat das Rumstehenlassen unseres Wassers jetzt auch dazu geführt, dass erheblich weniger Bakterien erstmal drin sind. Das ist doch auch eine gute Sache. Ne? Also in jedem Fall ist das eine gute Technik für diejenigen, die es nicht eilig haben. Zu denen zähle ich mich. Ich habe es in der Regel eigentlich nie eilig. Und so eine Wasserflasche, die kann ich ruhig auch ein Weilchen mit mir rumtragen. Der Effekt der Sedimentation und des oben Aufschwimmens der leichteren Teile, das findet auch statt, wenn man die Flasche mit sich rumträgt am Rucksack. Ne? Also so krass geschüttelt wird die da im Regelfall ja nun auch wieder nicht, dass es da überhaupt nicht zu so einer Sedimentation kommt. Besser wäre es natürlich, sie ruhig irgendwo stehen zu lassen. Ist halt interessant im Lager dann. Ne? Nehmen wir an, wir machen eine Trekkingtour, dann haben wir abends, wenn wir ankommen, ja alle Zeit der Welt, uns in Ruhe unser Wasser zu schöpfen, trinken unseren Rest vielleicht noch auf, machen dann unsere, wenn wir zum Beispiel zwei 1,5 Liter Flaschen dabei haben, so wie ich standardmäßig, machen wir die dann über Nacht quasi voll mit Dreckwasser, warten bis es sich zum Morgen entsprechend absedimentiert hat, gießen das dann vorsichtig ab und so weiter und so fort. Dann haben wir schon schönes Wasser, das wir morgens in aller Ruhe erstmal filtern können und haben dann mit den Resten, die wir noch drin gelassen haben und dem, was wir abgekippt haben, und die Flasche war natürlich nicht ganz voll, haben wir dann locker 2 Liter sauberes, klares Wasser, nicht sauber, klar, erstmal morgens zur Verfügung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer UV-Wassereinkeimung dahin gehen, ab dann ist es auch keimfreies entsprechendes Wasser. Natürlich reicht diese Methode, die ich jetzt hier beschrieben habe, nicht bei jeder Dreckbrühe aus. Wenn es eine absolute Dreckbrühe ist und da eben im Wasser noch gelöste Stoffe drin sind, die für eine Trübung sorgen, dann kriegen wir die auf diesem Wege nicht raus. Dann brauchen wir einen Vorfilter. Was kann man jetzt für einen Vorfilter nehmen? Da gibt es spezielles Filtervlies, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie man da dran kommt. Da mache ich mich noch schlau. Das wäre irgendwas für die Zukunft. Gibt dann ein extra Video. Für diejenigen, die kein Filtervlies haben oder keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit einem einfachen Kaffeefilter gemacht, beziehungsweise mit mehreren davon. Einer der sinnvollen Kommentare unter dem letzten Video, der sinnvolleren, die waren ja alle nicht völlig doof. Ne? Also, ich habe mich zwar aufgeregt, aber im Grunde kann ich euch ja schon verstehen. Jedenfalls, einer der sehr sinnvollen Kommentare, sagen wir es jetzt mal so, war, dass man dafür auch einen Teefilter nehmen kann, also für losen Tee. Da gibt es ja so Teesocke oder Teestrumpf, sowas in der Richtung. Ne? Die sind eigentlich auch schon gar nicht so schlecht. Die nehmen auch schon einen Haufen Dreck raus, weil die schon recht feine Poren haben. Auf jeden Fall schon viel feiner als eine richtige Socke. Das wäre auch eine Möglichkeit, Vorfiltern mit einer Socke. Ein bisschen was von den Schwebstoffen nimmt das auch raus, nicht allzu viel. Das Problem ist, man kriegt dann halt noch zusätzlich wiederum Salzkristalle aus dem Schweiß und was man halt sonst noch so am Fuß an lustigen Lebewesen leben hat, und das sind einige, landet dann wiederum im Wasser. Wobei die im Regelfall auch wieder nicht pathogen sind, wären also von daher nicht weiter dramatisch, führen aber auch wieder gleichzeitig zu einer gewissen Wiedereintrübung des Wassers. Also nicht das Salz, das wird komplett gelöst, das macht das Wasser nicht drüber. Also ein ganz kleines bisschen auch, aber kaum.
Problem sind dann eher die ganzen Fuß-Mikroorganismen, die man dann vielleicht wieder im Wasser hat. Also irgendein Tuch kann man natürlich nehmen. Ein Stück Kleidung, selbstverständlich. Handtuch. Ja, ich bleibe bei meinem Kaffeefilter. Ich persönlich finde das eine relativ gute Lösung. Die sind ja wirklich winzig verpackbar, wiegen nichts, nimmt man ein paar mit. Man kann es auch mehrfach verwenden, wenn man ein bisschen vorsichtig damit umgeht. Und das funktioniert für mich persönlich eigentlich sehr gut zum Vorfiltern. Insbesondere, wenn man vorher noch die Zeit hat, seine Flasche eben eine Weile stehen zu lassen. Ja, und das wäre es zum Thema Vorfiltern gewesen, denke ich. Und deswegen muss ich jetzt den Akku wechseln. Nicht, weil wir mit dem Vorfiltern fertig sind, sondern weil er leer ist. So, unsere Keramik-Trekking-Filter, die teuren Dinger, ne? Die haben meistens einen integrierten Vorfilter. Will man diesen integrierten Vorfilter jetzt noch verbessern, dann kann man da zum Beispiel einen Spülschwamm draufkleben. Also vielleicht nicht unbedingt kleben, aber halt dranlegen vielleicht oder sonst irgendwie befestigen, reinstopfen. Das hängt vom Filter ab, ob wie das halt möglich ist. Aber ein Spülschwamm ist auch nochmal so ein Gegenstand, der wäre zur Verbesserung eines vorhandenen Filters durchaus gut geeignet. Oder ein Spüllappen. Geht auch, ne? Ein Mikrofasertuch, Spüllappen zu gut Deutsch, ist auch auf jeden Fall nochmal was, was man auch generell einfach als eventuelle Vorfilterungsmethode in Betracht ziehen könnte. Ne? So ein Viskose-Putzlappen halt, irgendwie sowas in der Richtung. So. Vorfilterung wird umso wichtiger, je weniger und je feiner die Poren unseres Filters sind. Weil sonst ist der halt sehr, sehr schnell verstopft. Ne? Und nachdem man in der Literatur, was ich jetzt so ein bisschen in der Literatur nochmal nachgelesen habe, um meine Meinung zum Thema Hohlfaserfilter zu bestätigen, da gibt es auch Angaben in der hochpräzisen Literatur von hoch anerkannten Survival-Experten. Ne? Ja, wen meine ich da wohl? In Anbetracht dessen, welche Buchvorstellung ich neulich gemacht habe. Da ist von wenigen Dezilitern der Fall, die man durch bei ordentlich verschmutztem Wasser durch so einen Sawyer Mini halt vielleicht noch durchbekommt. Ne? Also das nur am Rande. Also ich bin da mit dieser Meinung nicht alleine. Und wer jetzt Johannes Vogel für nicht kompetent hält, der darf das gerne tun. Aber ich glaube schon, dass man dem Mann diesbezüglich ganz gut glauben kann, wenn der das schreibt. Ne? Und im Übrigen mir auch bitte. Ja, alle anderen Aspekte von eben diesen Hohlfaserfiltern, das habe ich ja schon so eben versucht, ein bisschen in dem Video da in dem letzten aufzugreifen. Jemand hat noch in die Kommentare geschrieben, das gilt aber grundsätzlich für alle Filter. Das ist auch schon richtig. Natürlich gilt, jeder Filter kann verstopfen. Das liegt in der Natur eines Filters, ne? Der soll ja Zeug draußen halten. Und wenn er viel Zeug draußen gehalten hat, dann klebt das draußen dran. Dann ist der Filter logischerweise verstopft. Das ist bei jedem Filter so, ne? Aber eben die teuren deutlich später als so ein Sawyer und die teuren haben eine Aktivkohlekomponente, die durchaus Leben retten kann. Ja, muss man sich dann halt eben, je nachdem, was man vorhat, überlegen, welchen Filter man da haben möchte. Das ist auch vielleicht nochmal eine wesentliche Erkenntnis. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Nicht bei Schlafsäcken, nicht bei Rucksäcken, nicht bei Wasserfiltern, nicht bei Messern. Die gibt es einfach nirgendwo. Und man muss immer für das, was man vorhat, den jeweilig möglichst guten Wasserfilter mitnehmen. Aktuell auf dem Filtermarkt ist wohl jetzt gerade so einer der am meisten gehyptesten Filter, mal von den Hohlfaserfiltern abgesehen, der MSR Guardian, glaube ich. Heißt der so? Ja, ich glaube, so heißt der. Der hat die lustige Eigenschaft, dass er sich selber reinigt. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber den Gedanken finde ich interessant. Der nutzt 10% von dem Wasser, was er durchlässt, quasi automatisch zwackt er das wohl schon scheinbar wieder ab, um sich quasi on the flow sozusagen wieder selber sauber zu machen. Das Ding kostet ein Schweinegeld, aber der macht wohl einen sehr, 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 sehr guten Eindruck und tatsächlich hat er zumindest teilweise Poren, die so fein sind, dass der auch Viren rausfiltert. Also der macht schon einen richtig guten Eindruck, ne? Mehr kann ich zu dem Ding nicht sagen. Ich habe den ja nicht und ich mache ja auch keine Werbedeals und werde demzufolge auch nicht kostenlos an so ein Ding rankommen und kaufen. Vielleicht schon irgendwann, das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich möchte irgendwann gerne mal so einen richtig guten, professionellen, schweren Keramikfilter zur Krisenvorsorge quasi gerne mal haben, ne? Dass ich dann auch mal Fäkalabwasser notfalls halbwegs trinkbar
machen könnte, falls es dazu mal kommen mag, ne? Also irgendwann, eines Tages, hätte ich so ein Ding mal gerne. Und das Gute ist jetzt, dass die Dinger so teuer sind, dass ich da keine Angst haben muss, dass mir jemand so ein Teil schenkt. Puh. Demzufolge darf ich das jetzt ausnahmsweise, glaube ich, mal sagen. Und dann wäre dieser MSR Dragonfly ist ein Kocher, Entschuldigung, Guardian, das wäre dann, glaube ich, aktuell so das Filtersystem von den Filtern, das mir am meisten zusagt. Jo, wir kommen zur chemischen Wasseraufbereitung. Was gibt's da? Da gibt es im Prinzip Mikropurforte. Mikropurforte kann eigentlich das meiste, was alles andere auch kann, ist dabei vergleichsweise preisgünstig. Es gibt es relativ mehr oder weniger überall. Man hat also die Wahl verschiedener Anbieter, wo man das herbekommen mag. Und wichtig ist jetzt vor allen Dingen, dass man sich klar macht, immer nur Mikropurforte. Lass die Finger von Mikropur Classic. Das war, als ich angefangen habe mit dem Outdoor-Kram. Ne? Da gab es zum Thema Wasseraufbereitung im Prinzip drei Möglichkeiten. Es gab die teuren Katadynfilter, die konnte sich kein Schwein leisten, demzufolge hast du die ignoriert. Und damit gab es dann noch zwei Möglichkeiten. Es gab Mikropur Classic und Mikropur Forte. Und tatsächlich hat man damals gesagt, nach heutigem Stand des Wissens würden die meisten von uns dabei die Arme über dem Kopf zusammenschlagen. Mikropur Classic reicht bei ohnehin schon nicht so sonderlich gefährlichem Wasser aus. Und ansonsten nimmst du halt Mikropur Forte mit Chlor drin. Ne? Was macht Mikropur Classic? Das hat lediglich Silberionen. Silberionen haben eine gewisse antibakterielle und antivirale Wirkung. Die ist aber halt nicht besonders stark, beziehungsweise die wirkt nur für die Bakterien, die nicht die dicke Zellwand haben. Habe ich ja schon erwähnt, dass es da welche gibt, die halt eben diese krassere Zellwand haben. Die kriegst du mit Silberionen überhaupt nicht kaputt. Ne? Da lachen die sich schlapp und drehen sich aus dem Silber vielleicht noch einen lustigen Ehering oder irgendwie sowas. Ne? Mit Chlor, also Mikropur Forte, sieht die Sache schon anders aus, weil das schon ein sehr starkes Radikal ist. So ein Chlorion, das bombt sich ganz gut durch Zellwände. Man muss trotzdem noch vorsichtig sein. Es kann schon sein, dass diese super stabilen Bakterien, wenn die halt in richtig großer Zahl vorhanden sind, ein paar von denen dieses Bebomben mit Chlor eben entsprechend überleben. Was heißt das? Was kann man da machen? Na, man nimmt mehr Chlor. Bei Wasser in Keimungsmitteln chemischer Art gilt das Prinzip, viel hilft viel. Hat aber einen entscheidenden Nachteil. Also grundsätzlich kann man jedes Wasser chemisch desinfizieren. Ne? Man muss da nur jede Menge Zeug reinkippen. Dann ist es irgendwann alles tot. Das Dumme ist nur, dann hat man wahrscheinlich irgendwann zu viel Zeug reingekippt und dann bleiben entsprechende Rückstände im Wasser zurück, die dann für unser Eins nicht so lustig sind. Ne? Weil man die Radikale, die geeignet sind, eben Bakterien zu durchlöchern, nicht so unbedingt trinken sollte, weil die auch in der Lage sind, unsere Zellen unter Umständen zu durchlöchern oder unsere DNA so ein bisschen kaputt zu hauen, was dann dazu führt, dass wir was bekommen? Krebs. Und wo kommen diese Radikale hin? In den Darm. Und dann gibt's was für einen Krebs? Darmkrebs. Ist der lustig? Ne, nicht. Ne? Also, das ist also das Trade-off-System bei der chemischen Wasserentkeimung. Ne? Kippst du genug rein, ist alles tot. Hast du zu viel reingekippt, hast du auch wieder ein Problem. Kippst du zu wenig rein, ist nicht alles tot. Allerdings können die dann die Reagenzien, die da drin waren, relativ gestohlen bleiben. Das Ganze funktioniert ungefähr so, dass man sich das, kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man zum Beispiel eine Tablette Mikropur auf dem Wasser vorstellen kann man sich das vielleicht bildlich, indem man denkt, ja, ich nehme jetzt eine Tablette Mikropur, die werfe ich jetzt in meinen Liter Wasser und in dieser Tablette sind jetzt 10.000 krass reaktive Teilchen, die Zellwände durchbohren und Bakterien vernichten. Übrigens auch Viren. Unter Umständen. Aber Viren sind ja, wie gesagt, eh nicht so das große Problem. Jedenfalls, 10.000 von den Dingern sind da. Eins braucht sich auf, um ein Bakterium zu killen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Und wir haben da jetzt 10.000 Bakterien drin. Dann geht die Sache auf, Problem gelöst. Sind da jetzt allerdings nur 1000 Bakterien drin, dann haben wir noch 9000 von den Dingern übrig.
das bringt uns nicht um, überhaupt nicht. Also eine Tablette, Mikropur, selbst wenn wir die, wenn wir den kompletten Wirkstoff davon saufen, da passiert nichts. Ne? Also auf die Dauer ist das ungesund, aber wenn man das mal macht, da passiert nichts. Das ist nicht weiter dramatisch. Hingegen auf die Dauer, und das ist halt das große Problem. Wir wissen einfach nicht, wie wir genau dosieren müssten. Wenn wir exakt wüssten, wie viel Zeug ist denn drin in unserem Wasser, dann könnten wir die exakte Menge an entsprechendem Wasser in Keimungsmittel dazugeben. Dann würde sich das gegenseitig quasi abreagieren und wir hätten am Ende reines Wasser. Schwierig jetzt nochmal übrigens zum Thema Vorfiltern. Ne? Wenn wir jetzt Dreckbrühe haben, dann haben wir in unserem Wasser zwar auch Bakterien, an denen sich unser Reagenz abreagieren kann. Wir haben aber auch einfach nur ja, Dreckklumpen, die an sich harmlos sind. Meistens sitzen da Bakterien drauf, aber gehen wir mal davon aus, die wären sauber. Trotzdem wird unser Reagenz auch unsere Dreckklumpen entsprechend angreifen und sie reduzieren oder oxidieren, je nachdem, was für ein Reagenz das jetzt halt eben entsprechend ist. Und dann ist es verbraucht. Wir müssen also quasi dann wieder mit einkalkulieren, welche Trübung unser Wasser denn jetzt gerade hat, was für Partikel dann noch so drin sind, die gar nicht bakteriellen Ursprungs sind. Und dann ist man bei leicht getrübtem Wasser schon schnell, wenn man auf Nummer sicher gehen will, bei einer zweiten Mikropur-Tablette. Jetzt hat man es aber mit dem auf Nummer sicher gehen übertrieben, ist man jetzt auch relativ schnell schon bei einer höheren Menge an Chemikalien, die man dann wiederum zu sich nimmt beim Trinken des Wassers. Und gut schmecken tut es halt eben auch nicht unbedingt. Auch wenn man gegen den Geschmack noch diverse Sachen machen kann. Das hatte ich auch letztes Mal noch ein bisschen erwähnt. Das ist halt so ein bisschen diese nachteilige Situation mit der chemischen Wasserentkeimung. Allerdings, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in einer Region unterwegs ist, aber um jetzt mal auf die Frage einzugehen, für welche Situation ist denn dann chemische Wasserentkeimung gut? Tja, wenn wir jetzt in einer Region unterwegs sind, wo wir davon ausgehen, dass wir im Regelfall ohnehin Trinkwasser antreffen werden, also beispielsweise Skandinavien, ne? Komplett Skandinavien hast du in den Wildnisregionen, die den Großteil von Skandinavien ja ausmachen, also so Semi-Wildnis, ne? Es gibt auch echte Wildnis, aber das meiste ist halt doch nicht 100% Wildnis, aber ganz nah dran. Und da hast du nahezu überall Trinkwasserqualität. Da musst du schon direkt aus dem Moortümpel saufen, da wirst du immer noch nicht krank, das schmeckt dann halt scheiße, aber vielleicht ist das nicht mehr ganz Trinkwasserqualität, ja, aber alles andere ist überhaupt kein Problem, da Wasser zu finden, das ist so lächerlich, ich fülle mir da bei manchen Wegstrecken nicht mal mehr meine Wasserflaschen auf, ich hänge mir da eine Tasse vorne an den Rucksack und an jedem Bach, an dem ich vorbeikomme, trinke ich eine Tasse und so komme ich super durch den Tag, da muss ich überhaupt kein Wasser mehr mitschleppen, je nach Region, in Jotunheim hat das gut funktioniert, wie dem auch sei, in so einer Gegend, wo man wirklich nur ein Notfall-Wasserentkeimungsmittelchen dabei haben möchte, da ist dann natürlich die chemische Wasserentkeimung meiner Meinung nach definitiv top, weil wenn man da mal 2 Liter von dem Zeug überdosiert säuft, das macht noch nichts. Das steckst du weg, da passiert dir nichts und am nächsten Tag gehst du weiter, wirst irgendwo eine andere Wasserquelle finden, die wieder sicher ist, kannst du dann Wasser wieder so saufen und die Sache ist gegessen. Nicht geeignet ist das natürlich für langfristige Anwendung. Das wäre keine gute Idee. Das wird dann irgendwann ganz, 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 ganz unangenehm. Ne? Welches der diversen Wasserentkeimungsmittel chemischer Art auf dem Markt man da jetzt nun verwenden sollte oder nicht, da kann man sich streiten. Da wird sich auch entsprechend viel gestritten. Was wirklich sehr, sehr, sehr umstritten ist, wo ich auch Argumente von beiden Seiten schon gehört habe und mich da ehrlich gesagt ganz gerne raushalten möchte, weil ich mich nicht traue, da hundertprozentig verlässliche Aussagen zu machen, ist Chlordioxid. Das ist halt wirklich erheblich billiger als jetzt zum Beispiel Mikropur-Tabletten. Aber das ist auch so krass reaktiv, dass da eine Überdosierung durchaus schnell wirklich ein bisschen gefährlich sein könnte. Und ja, da kann man sich jetzt streiten. Ne? Da gibt es die eine Seite, die sagt, oh ja, das ist super, das ist außerdem für alle möglichen anderen Sachen auch noch zu gebrauchen. Und dann gibt es noch die andere Seite, die sagt, oh, aber bei Überdosierung, das kannst du nicht richtig dosieren, du kannst da nicht selber irgendwas zusammenpanschen, das ist viel zu gefährlich. Ich weiß es nicht. Ich persönlich traue mich an das Zeug erstmal nicht dran, irgendwann vielleicht mal, und arbeite, wenn ich mit chemischer Wasserentkeimung arbeiten möchte, mit dem Klassiker Mikropur Forte.
Oder noch so einem anderen Zeug, eben von AquaVenture, das hatte ich ja schon erwähnt, so ein Zwei-Komponentensystem. Damit bin ich auch eigentlich sehr zufrieden gewesen, weil da schmeckt das Resultat halt eben nicht so nach Chlor. Da ist auch Chlor drin, sogar Chlordioxid, aber noch eine zweite Komponente, das dafür sorgt, dass gar nicht die reagierende Komponente nicht Chlor ist, sondern Ozon. Das ist ein Ozon-Entkeimungsmittel. Und Ozon hat ja die wunderbare Eigenschaft, dass der dann nach Gebrauch, nach Reaktion, was noch übrig ist, einfach ausgast. Vielleicht generell eine ganz geschickte Lösung, das chemische Wasserentkeimungsproblem zu lösen. Vielleicht muss jeder dann wieder für sich selber eben entsprechend entscheiden. Micropur Forte jedenfalls der Klassiker und die sind auf jeden Fall gut. Gut im Sinne von funktioniert. Nicht helfen tut chemische Wasserentkeimung halt eben gegen, ne? Cyanobakterien, hatten wir ja schon mal gesagt, weil die sind dann kaputt und dann wird das Gift frei. Das ist also dann etwas teuflisch, da muss man vorsichtig sein, da muss man halt eben entsprechend sich irgendwo angelesen haben, wie man Cyanobakterien und Wasser erkennt. Und ich habe das jetzt absichtlich weggelassen, weil das noch mein eigenes Thema ist. Das möchte ich jetzt nicht auch noch einbauen. Also das wäre wirklich was, das läuft dann unter Zusatzwissen. Macht euch da mal selber schlau, ich kann ja nicht immer alles erzählen. Da wäre dann Wasserentkeimungstabletten echt gefährlich und gegen andere Chemikalien im Wasser helfen, halt noch mehr Chemikalien reinschmeißen. Na, theoretisch wäre das schon denkbar, aber in diesem Fall hilft das nicht, ne? So. Und damit sind wir dann auch bei den UV-Möglichkeiten angekommen. Sinnvolle Ergänzung war ein Kommentar diesbezüglich, der erstens mal darauf hingewiesen hat, dass man dann wirklich auch was nehmen sollte, das eine richtig schön kurze, entsprechend energiehaltige Wellenlänge aufweist. Also ein Lämpchen, das wirklich mit richtig schöner UVC-Strahlung alles totbrutzelt und nicht irgendwelche LED-Lösungen, die es zum Teil auch gibt, weil die reichen einfach nicht weit genug in den ultravioletten Bereich der Strahlung hinein. Die sind dann noch nicht energiereich genug. Das tötet nichts. Ne? Das kitzelt ein bisschen. Töten tut das nichts. Es muss also so eine Speziallampe sein, die kostet dann entsprechendes Geld. Die ist auch immer aus Glas und damit ist die auch immer ein bisschen natürlich empfindlich. Wenn man damit Unsinn anstellt, dann kann die halt sehr wohl kaputt gehen. Das ist ein zerbrechlicher Gegenstand. Das nächste Problem ist natürlich die Stromversorgung. Früher war es so, dass man da zwar einen sehr leichten Stift dabei hatte, so einen UV-Stift, der aber dann 4 AA-Batterien gebraucht hat und das wiegt dann schon wieder ein bisschen was. Also so eine super tolle Gewichtsersparnis war dann eigentlich auch schon fast nicht mehr gegeben, zumal so 4 AA-Batterien noch nicht mal besonders lange reichen. Und zum Teil soll man in die Dinger lieber Lithium-Batterien reinstecken und die sind immer noch schweineteuer. Ne? Lithium-Einweg-Batterien, kosten viel Geld, nicht gut. Also selbst wenn sie in der AA entsprechend sind. Oder die Dinger arbeiten halt mit irgendwelchen CR100 was auch immer Batterien, diese kleinen Knopfzellen, irgendwelche super Spezialteile, Hightech-Batterien. Das wird dann interessant, wenn man irgendwo auf der Welt unterwegs sein möchte, wo man an solche Dinger nicht rankommt. Oder generell einfach länger in der Wildnis, dann muss man halt jede Menge von dem Zeug mitschleppen. Wobei zugegeben, diese kleinen Knopfzellen jetzt nicht gerade schwer sind. Interessant sind eigentlich solche UV-Filter jetzt für mich geworden mit der Erfindung der UV-Filter mit dem Akku, die sich über USB entsprechend aufladen lassen. Und das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt. Strom via USB habe ich immer dabei, auf längeren Touren, mittels Solaranlage. Ne? Damit ist also das Thema Energieversorgung mir inzwischen Schnurz. So ein Akku hält nicht lange, der hält vielleicht für 30, 40 Anwendungen oder noch weniger oder 20 Anwendungen, ich weiß es nicht. Aber das ist halt wirklich kein Thema, wenn man den dann immer wieder aufladen kann. Dann macht man halt jeden Abend, lädt man halt den Akku im Zweifelsfall wieder auf, wenn man über den Tag wirklich diese ganzen Anwendungen aufgebraucht hat. Was macht die UV-Ausstrahlung, habe ich noch nicht gesagt. Ja, im Prinzip ist das wirklich ein Laser, der DNA zerlasert. Der zerstört nicht die Zellwand, sondern geht da einfach durch. Und Laser dann im Zellkern die DNA total in Stücke. Ne? Da lebt dann nichts mehr. Also kein infektiöses, was auch immer, ist noch in der Lage, irgendwen zu infizieren, nachdem es kaputt gelasert wurde. Und tatsächlich muss man nochmal betonen, das funktioniert in der Theorie.
bei so ziemlich allem. Also es gibt fast nichts Tödlicheres mehr für generell Organismen, nicht nur Mikroorganismen, sondern auch höhere Organismen werden früher oder später von der Sonnenstrahlung kleingebrutzelt. Außer sie haben halt irgendwelche Spezialschichten, die sie dann davor schützen. Zum Beispiel ein Baum mit Borke. Oder Blätter haben auch immer auf der Blattoberseite, also der Licht zugewandten Seite, die sogenannte Cuticula. Das ist so eine spezielle Wachsschicht, die quasi als Sonnencreme sozusagen, einfach ausgedrückt, fungiert. Weil eine Zelle, die ungeschützt UV-Strahlung ausgesetzt ist, die geht kaputt. Auf zellulärer Ebene gibt es dagegen einfach keinen Schutz. Weshalb sich das Leben auch übrigens im Wasser entwickelt hat, weil da hat man das Wasser als Schutz vor der UV-Strahlung. Denn, und das ist jetzt der springende Punkt, Wasser schützt vor UV-Strahlung. Und was wollen wir jetzt mit UV-Strahlung gerade desinfizieren? Wasser? Gibt es da einen kleinen Widerspruch? Ja, bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich schon. Ne? Nämlich die Strahlungsintensität von Strahlung, die in Wasser eindringt, nimmt mit der Entfernung oder sozusagen mit der Tiefe, je nachdem, ob wir es mit einem tiefen Wasser zu tun haben oder halt einfach einer Flasche, ab. Nennt man Extinktion, diesen Vorgang. Und das kann selbstverständlich ein großes Problem sein, wenn man sein Wasser mittels UV-Strahlung desinfizieren möchte. Denn wenn das Wasser dreckig ist, ne, dann ist das Wasser trüb und im trüben Wasser reicht diese Strahlung nicht besonders weit, beziehungsweise der Energiegehalt der Strahlung nimmt ziemlich schnell ab. Der desinfizierende Bereich um diesen Pen herum wird dann also klein, kleiner und ist irgendwann nicht mehr vorhanden, weil es einfach zu eine trübe Brühe ist. Weshalb es eben gerade bei der UV-Wasser Entkeimung extrem wichtig ist, dass man halt nur mit klarem Wasser arbeitet. Es macht also nur dann Sinn, so einen Stift mitzunehmen, wenn man davon ausgeht, dass man es größtenteils mit klarem Wasser auf seiner Tour zu tun haben wird. So, und das ist bei mir durchgehend der Fall, weil aus Mooren musste ich noch nie saufen. Ich habe immer noch irgendeinen Zufluss zum Moor gefunden, wo das Wasser halt nicht völlig braun war. Und sonst hatte ich wirklich noch nie Probleme mit trübem Wasser. Noch nie. Wo immer ich schon gewesen bin, da gab es noch nie was, wo ich nicht auch noch ein bisschen klareres Wasser gefunden hätte. Davon abgesehen, sollte mal wirklich nur trübes Wasser irgendwo vorhanden sein, zum Beispiel in einem kleinen Tümpel. Dann gehst du 2-3 Meter neben den Tümpel und gräbst dir da ein Loch. Dann fließt irgendwann das Wasser durch die Erde gefiltert in dieses Loch. Da sind dann immer noch Bakterien und so ein Zeug wahrscheinlich drin. Aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger trüb. So, das jagt man hinterher noch durch einen Kaffeefilter, beziehungsweise lässt vorher noch in der Flasche stehen, damit sich oben das Zeug absetzt und unten das andere Zeug absetzt. Und dann jagt man es noch durch einen Kaffeefilter und dann gehe ich davon aus, dass ich ein noch kaum getrübtes Wasser für meinen Filter irgendwie zustande bringen kann. Und dann hat man noch die Möglichkeit, wenn das Wasser nicht hundertprozentig klar ist, die Behandlung eben 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 Mal durchzuführen. Da gibt es ja keine Grenze nach oben. Man kann das ja beliebig oft machen mit dem entsprechenden UV-Licht. Dafür 45 Sekunden dauert eine Anwendung. Glaube ich, im Regelfall kann man ja beliebig oft da durchgehen. Ne? Und irgendwann, auch wenn da nur im Abstand von 1 Zentimeter die Wirkung stattfindet, hat man doch über eine längere Zeit genügend Wirkung in seinem ganzen Bottich verteilt. Das wäre jetzt noch ein gravierender Nachteil, wenn wir halt eben darauf angewiesen wären, einen riesigen Haufen Batterien mitzuschleppen. Aber in Zeiten eben des Akkus und der Powerbank und der Solaranlage spielt das keine so große Rolle mehr. Und deswegen in den Regionen, wo ich unterwegs bin, ist das dann für mich aus den genannten Gründen jetzt eine prima Alternative und was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Ich habe das ja noch nicht gemacht. So stelle ich mir das vor. Ne, man muss das ja auch mal testen. Ob ich dann feststelle, oh nee, das funktioniert doch nicht, oder oh jetzt yes, habe ich einen schrecklichen Dünnpfiff bekommen, das wird sich entsprechend zeigen. Mag sein, dass es so kommt, aber auf dem Papier, in der Theorie, erscheint mir das erstmal eine gute Idee zu sein. Außerdem, Notlösungen für Fälle, in denen ich wirklich kein klares Wasser bekomme, auch durch alle Klärungsmethoden, alle Vorbereitungsmethoden und allen Aufwand, den man da betreiben kann, ist es nicht möglich, klares Wasser hinzubekommen. Welche Möglichkeit bleibt einem dann noch als zweite Lösung? Abkochen. Und das war ein toller Übergang zum Thema Abkochen. Denn das gibt es ja jetzt natürlich auch noch. Abkochen tötet.
Bakterien, tötet Viren, tötet Protozoen, und das war's. Hilft also gegen alles, was lebt und was nicht lebt. Und jedes Mal, wenn man das Thema Abkochen erwähnt, kreuzt irgendwo irgendwer auf, der einem erzählt, dass es aber Organismen gibt, die Abkochen überleben. So, ja, aber das sind einfach kein Krankheitserreger. Böp, Thema gegessen. Ne? Abkochen hilft gegen alles, was lebt. Nicht gegen Chemikalien. Und das Problem ist, es hilft zwar auch gegen das Leben von Cyanobakterien, aber die machen dann Platz und dann ist das entsprechende Gift im Wasser. Wenn man die mit Abkochen quasi beseitigen möchte, sie nur abtöten darf, das heißt, das Wasser darf nicht kochen, sondern nur so maximal 70 Grad heiß werden und das dann aber auch gerne über einen längeren Zeitraum. Oh, aber längerer Zeitraum heißt jetzt nicht eine Stunde, sondern 10 Minuten vielleicht. Ne? Und dann sollte da auch alles drin tot sein. Trotzdem würde ich ungern mal darauf angewiesen sein, ein sichtbar durch Cyanobakterien verunreinigtes Wasser nur mit Abkochen desinfizieren zu wollen. Vielleicht würde ich auf die Idee kommen, es vorher so zu saufen. Ne? Allerdings ist das auch wieder scheiße, weil eben die dann in der Magensäure kaputt gehen. Dann könnte man aber sagen, gut, dann hilft Abtöten per Abkochen ja auch nichts mehr, weil die toten Dinger dann in der Magensäure kaputt gehen und dann trotzdem entsprechend das Gift wieder frei wird. Wir stellen also fest, Cyanobakterien im Wasser ist eine verteufelt gefährliche Angelegenheit, wenn man eben nicht einen Filter hat. Das Argument, dass die eventuell in der Magensäure kaputt gehen, obwohl sie tot gehen sind, gilt nämlich auch eben wieder bei der UV-Entkeimung. Ne? Da sind sie zwar tot, ja gut, aber die kommen trotzdem in die Magensäure und gehen da dann halt eventuell hops. Ne? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Cyanobakterien, schwierig. Schwierig, schwierig. So, und wer jetzt denkt, oh Mist, dann braucht man ja unbedingt einen Filter, um mit Cyanobakterien fertig zu werden. Ja, es gibt da schon noch eine Möglichkeit. Nämlich, man tötet sie ab, stellt dann die Flasche mit dem Wasser hin, wartet, bis sich die Bakterienschlonze unten absetzt und kippt dann halt eben wieder nur das obere Wasser in sein Behältnis, das man haben möchte und guckt, dass da unten der Rest halt drin bleibt, damit man sie dann quasi auf diesem Wege ausgefiltert hat, ohne einen Filter zu besitzen. Das wäre also die Methode der Wahl bei UV-Entkeimung von Cyanobakterien und beim thermischen Abtöten ohne zu kochen. Das ist selbstverständlich nicht so sicher wie ein Filter, das ist aber die Notlösung. Ne? Nur, dass ich das mal erwähnt habe, der Vollständigkeit halber. Und für diejenigen, die das nicht von allein schon begriffen haben, weder UV-Bestrahlung noch Abkochen hilft gegen irgendwelche chemischen Verunreinigungen oder die sogenannten Schwermetalle, die da eventuell halt noch in unserem Wässerchen drin sein könnten. Ne? Die kriegt man halt damit auch nicht reduziert. Wohl aber, und das war jetzt wieder eine großartige Überleitung, eben mit diesem Grail-Filter, der kein Filter ist, streng genommen. Das ist diese komische orange Dose, ich glaube, es ist orange in Plastik, die quasi einen Becher darstellt und ein sehr großes Filterelement, das man in diesen Becher dann mit Kraft reinstopft und das Resultat dann sämtliches Wasser eben durch dieses Filterelement getrieben wird. Dieser Filter hat zwar durchaus auch eine gewisse Porenstruktur, ne? Und eine, ich glaube, es sind auch Fasern eher als Poren, die eine gewisse Engheit aufweisen. Ich glaube 0,2 Mikrometer. Und so gesehen würde der ja jetzt zwar gegen die meisten Bakterien und größere Protozoen und so weiter und so fort schon helfen, aber der hat noch eine Zusatzfunktion, die eigentlich den Hauptteil des Wirkprinzips von dem Ding ausmacht. Nämlich, das hatte ich eingangs mal erwähnt, Elektroadsorption, so heißt das, und Ionenbindung. So, und das sind chemische Prozesse. Und die kommen jetzt folgendermaßen zustande. An der Oberfläche dieses Filters, die sehr große Oberfläche, also die ist nicht ganz so groß wie bei Aktivkohle vielleicht, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr groß. Auf dieser gesamten Oberfläche von diesem Ding befinden sich überall kleine, extrem stark positiv geladene Partikel.
Und jetzt, um euch Angst zu machen, und da musste ich einen Schnitt setzen, weil meine Kamera immer nur eine halbe Stunde am Stück aufnehmen kann. Da sitzen also überall so ein paar kleine lustige Partikel auf dieser Membran, auf diesem Filter, ne, auf diesem Medium. Und diese Partikel sind sehr, 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 sehr stark positiv geladen. Und um euch jetzt Angst zu machen, das ist Aluminium, das teuflisch tödliche Aluminium, vor dem jeder, der keinen Alubecher mehr besitzt, wahnsinnig Angst hat. Ne? Dieses unglaublich tödlich fiese Aluminium, das Demenz verursachen kann, vielleicht, und Alzheimer, vielleicht, und total schädlich ist, vielleicht, also Aluminium ist schädlich. Ob Aluminium trinken, Aluminium im Magen-Darm-Trakt negative Auswirkungen auf den Gesamtorganismus haben kann, das weiß man nicht. Studien gibt's, die sagen ja, Studien gibt's, die sagen nein. Das ist so ein bisschen wie mit Glyphosat. Wirklich wissen kann man das nicht. Ne? Das, außer man ist wirklich einer derjenigen, die sich da mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt haben, dass man dann das Recht hat, da diesbezüglich eine eigene Meinung zu haben. Da gehöre ich nicht dazu. Deswegen, keine Ahnung. Ne? Tatsache ist aber jedenfalls, dass die Aluminium 3+-Ionen, die sich in diesem, ich nenne ihn immer noch Filter, befinden, so ziemlich die stärkste positive Ladung aufweisen, die es in der normalen Biochemie überhaupt gibt. Ne? Also noch glücklicher, positiv, ist nichts mehr als Aluminium 3+. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht kannst du noch irgendwas zusammenbauen, was dann noch krasser ist bei irgendwelcher lustige Sachen, Zusammenbauchemie. Aber im Prinzip ist das schon schwer zu überbieten. Wahrscheinlich gar nicht. Ich will mich nur nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nachher kommt jetzt noch der Chemiker und weist darauf hin, dass Eisen 3+ noch viel positiver ist. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube schon, Aluminium 3+ war das Positivere, oder? Wo ist ein Chemiker, wenn man mal einen braucht? Na, wie dem auch sei. Damit dieser enormen Ladung, die die haben, kleben die verdammt feste an dem Untergrund, auf dem sie kleben. Es ist also fast schon unmöglich, dass da irgendwie sich Aluminium ablöst und dann im fertigen Trinkwasser landet. Das kann eigentlich nicht passieren. Nee. Es sei denn, ihr filtert eine unglaublich starke Säure, ne? Also konzentrierteste Schwefelsäure zum Beispiel, ne? Dann vielleicht schon. Dann wäre das vorstellbar. Aber das solltet ihr einfach nicht machen. Nee, das ist keine gute Idee. Gut, diese super positive Ladung sorgt jetzt dafür, dass alles, das auch nur ansatzweise irgendwo eine ein bisschen vorliegende negative Ladung hat, nach dem simplen Plus und Minus zieht sich an Prinzip, an diesen positiven Ladungen hängen bleibt. So. Was hat jetzt alles eine irgendwie ein bisschen sinnvolle, ein bisschen vorhandene negative Ladung? Bakterien, Viren, Protozoen, Schwebstoffe, Chemikalien und Schwermetalle. Yay! Wir haben es hier mit dem Rundorden sorglos fast Filter zu tun. Leider nicht alle Chemikalien und Schwermetalle, aber sehr, sehr viele. Und da können wir jetzt wirklich bisher nach meinem Verständnis der Landschaft, der möglichen Filter, die man so kaufen kann, ne, davon ausgehen, dass wir es hier mit dem effizientesten Filter zu tun haben, den es bisher so gibt. Der filtert alles. Also zumindest anteilig. Und wahrscheinlich eben nochmal effizienter als Aktivkohle. Wenn man jetzt an das Ding noch einen Aktivkohlefilter dran schrauben könnte. Geht das? Weiß ich nicht. Ist da nicht noch eine Aktivkohlekomponente dabei? Wenn nicht, baut doch mal sowas. Ne? Baut doch mal so einen mit diesem Chemoadsorption, chemische Adsorption. Das wäre wirklich mal, glaube ich, was, da könnte man ordentlich Geld mit verdienen. Die ganz, ganz, ganz panischen Leute, die unbedingt das aller krasseste an Filtertechnik haben wollen für den Outdoor-Bereich, die würden das doch bestimmt kaufen, wenn man da jetzt noch einen Aktivkohlefilter unten dran baut. Ne?
Also, ja, da könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also Tatsache ist tatsächlich, vom grundsätzlichen Wirkprinzip her ist dieses Ding, das macht absolut Sinn, wirklich in der Lage, so ziemlich alles aus dem Wasser rauszuholen, was da irgendwie drin ist, was uns irgendwie krank machen könnte. Bis auf kleine Reste, weil eben nicht unbedingt alle Chemikalien und Schwermetalle da unbedingt haften bleiben müssen, weil die nicht per se, per Definition automatisch immer negativ geladen sein müssen. Ne? Das ist so das Hauptproblem. Aber eine entsprechende Reduktion findet auf jeden Fall statt und viel bleibt daran wirklich nicht mehr übrig, dass man also aus dem Wasser, was man mit dem Ding gefiltert hat, krank wird. Das ist unwahrscheinlich. Außerdem ist das von daher relativ genial, weil sich dieses Medium, Filter kann man ja eigentlich nicht sagen, an dem diese ganzen Aluminium-3-Plusser dranhängen, das setzt sich irgendwann zu. Man kann das nicht sauber machen, das geht nicht. Also man kann den nicht reinigen wie klassische Filterkartuschen oder eben so ein Hohlfaserfilter. Das Gute allerdings ist eben, dadurch, dass sich das Ding langsam zusetzt, merkt man automatisch, wann der Filter jetzt voll ist, ne? Wann da nichts mehr geht. In dem Moment, wo man da quasi kein Wasser mehr durchbekommt, mit angemessener Gewalt, nicht mit super grober Gewalt, sonst geht dann nämlich doch was durch, aber nicht durch das Filtermedium, sondern nebendran oder oben drüber oder was auch immer, jedenfalls nicht da lang, wo es gefiltert wird. Dann geht der einfach nicht mehr, der Filter schlicht und ergreifend. Der wird dann immer schwergängiger und wenn er nicht mehr funktioniert, dann ist er voll und dann muss man das Ding austauschen. So, jetzt hat dieser Filter einen Haufen Nachteile. Die liegen allerdings nicht in der Art und Weise, wie man das Wasser damit aufbereitet, sondern darin, dass er a. ziemlich teuer ist, b. eine saumäßig niedrige Kapazität von maximal 150 Litern, glaube ich, hat. Bevor man das Filtermedium austauschen kann, was viel Geld kostet, vergleichsweise. Und C, man dieses Filtermedium auch nur eingeschränkt über einen gewissen Zeitraum verwenden kann. Ich glaube, das hat eine Haltbarkeit von einem Jahr. Nach einem Jahr muss man es automatisch austauschen, egal wie viel man damit gefiltert hat, nach der ersten Verwendung. Und das sind schon so Sachen, boah, muss das sein, denkt man sich da, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das nach meinem Verständnis des bisherigen Stands der Wasserfilter, die es im Autobereich so gibt, der einzige, der wirklich so ziemlich alles rausholt. Cyanobakterien ist übrigens auch kein Problem, die bleiben auch da kleben an diesen A-Plussen, AL-Plussen, Dreifach-Plussen. So. Wir sind durch. Zum Schluss mal noch meine Meinung, beziehungsweise was ich jetzt bezüglich Wasserfilterung für mich beschlossen habe. Ja? Und jetzt hoffentlich auch aus nachvollziehbaren Gründen. Da habe ich jetzt alles ausführlich genug erklärt, hoffe ich. Ich werde für den üblichen Gebrauch zum so in den Wald mitschleppen, wenn man sich mal nicht ganz sicher ist, ob man das Wasser, was man jetzt gerade trinken möchte, jetzt nun wirklich hundertprozentig einfach so trinken kann. Für sowas möchte ich gerne meinen SteriPen, also meinen UV-Entkeimer. Ne? Sollte ich dann mal auf so einer Tour, wo ich nur den dabei habe, auf Wasser treffen, das zu dreckig ist, um mit dem zu entkeimt zu werden, dass ich auch nicht mit einigermaßen akzeptablen Aufwand so sauber bekomme, dass es wieder geht, dann werde ich mir das Wasser schlicht und ergreifend einfach abkochen. Vielleicht koche ich es mir auch direkt ab, ohne groß anzufangen, da großartig rumzufiltern. Also über ein gewisses Maß hinaus, weil ich das Dreckwasser auch nicht unbedingt so abkochen möchte und dann als Dreckwasser trinken will. Das schmeckt ja einfach nicht. Also aus geschmacklichen Gründen würde ich es in jedem Fall ein bisschen vorfiltern. Aber wahrscheinlich koche ich es dann direkt. Tut ja nicht weh, ne? Gerade wenn man im Wald unterwegs ist und man hat zum Beispiel einen Hobokocher dabei, hat man eh unendlich Brennstoff. Dann ist der Mangel an Brennstoff auch nicht der Faktor, der einen da irgendwie von abhält. Für meine üblichen Touren, also zum Beispiel Skandinavien, Schottland oder auch ein bisschen so Richtung Osten da, ne? Karpaten wollte ich unbedingt gerne mal wieder hin. Jedenfalls, was muss man da dann beachten? Beziehungsweise, was würde ich da mitnehmen? Auch das gleiche System in diesem Zusammenhang würde aber zum Beispiel, wenn ich Brennstoff mitnehmen müsste, kommt darauf an, welche Tour, ein bisschen Zusatzbrennstoff für Notabkochen noch quasi mitschleppen, ne? Für unvorhergesehene Situationen, in denen man das Wasser dann doch noch zusätzlich abkochen muss. Ansonsten würde ich mich auf die Wirkung von meinem SteriPen verlassen. Tendenziell ist zum Beispiel gerade in Skandinavien oder Schottland das Wasser ja sogar noch besser als bei uns. Also jede Pfütze ist quasi Trinkwasser. Die ist nicht unbedingt in der Stadt, aber in den Highlands, beziehungsweise auf dem Fjell und so weiter und so fort, das ist alles überhaupt kein Thema.
würde ich jetzt zum Beispiel mal wohin gehen, wo es wärmer ist, ne? So Äquatornähe, also jenseits im Sinne von südlicher des 45. Quatsch, des 45. Würde ich jetzt mal in Äquatornähe gehen, um da mal eine Tour zu machen, was ich auch mal irgendwann ganz gerne mal machen würde, so ist das nicht, ne? Da würde ich mir dann vorher wirklich einen entsprechend guten Membranfilter zulegen. Was heißt Membran? Also Porenfilter, also Filter im Sinne von Filter. Und zwar wahrscheinlich nach aktuellem Stand dessen, was es so gibt auf dem Markt, ohne da jetzt noch mehr viel zu sagen zu können, weil ich ihn ja noch nicht kenne, würde ich mir wahrscheinlich den MSR Guardian da eben dafür diesen Zweck dann kaufen. Und zu guter Letzt, für eine Krisenvorsorge zu Hause, das werde ich auch früher oder später irgendwann mal tun, würde ich mir dann diesen Grillfilter zulegen. Weil solange man den nicht benutzt, kann es einem auch wurscht sein, dass der nur eine sehr geringe Kapazität hat und für irgendwie eine eher kurzfristige Situation, in der man dann mal kein Wasser mehr zur Verfügung hat, würde ich dann mit den 150 Litern maximal, wohlgemerkt, die der da filtert, auch schon ziemlich lange erstmal auskommen. Man müsste dann halt anfangen, dann mal noch zu rationieren. Außerdem hat man ja ohnehin einen Wasservorrat im Keller rumstehen, der durchaus mal eine ganze Weile reicht. Und dann wäre das vielleicht noch das Ding, was ich als für mein Mittel der Wahl zur Krisenvorsorge einlagern würde, ne? Weil wenn Krise, dann ist auch eben mit Chemikalien im Wasser halt irgendwie mal zu rechnen. Wenn zum Beispiel eben die Kläranlage überläuft oder solche Späße. Nur mal am Rande angemerkt. Okay, das soll das Fazit quasi gewesen sein. Und wenn ihr jetzt noch was findet, was unglaublich wichtig ist und was ich vergessen habe, dann jetzt bitte gerne einen Kommentar schreiben. Wenn ihr jetzt noch was findet, dann habe ich überhaupt nichts mehr dagegen und freue mich über jede Ergänzung, die jetzt möglicherweise noch Sinn macht. Ne? Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht betüxen.